Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem langen Rundgang nach langer Zeit und zwar diesmal von der ganz neuen Costa Toscana, bauähnliche Schwester zur Costa Smeralda, basierend auf der gleichen Plattform wie Aida Nova und Aida Cosma, gebaut allerdings bei Maya Turku, Platz für über 6000 Passagiere, zumindest zu normalen Zeiten. Im Moment befinden wir uns ja doch noch innerhalb der Corona-Pandemie, von daher wird das Schiff bei weitem nicht so voll gemacht im Moment. Ja, es gibt einiges zu entdecken und wir sind heute unterwegs zwischen Civitavecchia und Savona und ihr werdet gleich sehen, ich habe das große Glück, dass wirklich kaum Menschen an Bord sind, was natürlich für diesen Rundgang immer perfekt ist. Ja, also ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ja, ein bisschen dicker bin ich angezogen, weil Temperaturen, ich schätze mal so, na, mehr als 12 Grad haben wir heute nicht. Also schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Also viel Spaß bei diesem Rundgang. Ja, und wo bin ich hier? Relativ weit oben, nämlich Deck 18 und man hat hier einen guten Blick nach vorne raus, denn ihr wisst, das ist ja heute so ein bisschen das Problem bei den neueren Schiffen, dass man da häufig Bereiche hat für Suitengäste oder so, so dass es dann gar nicht so ist, dass da jeder ganz normal hingehen kann. Aber hier ist es halt so, ja, dass das ein Ort ist, der für jeden zur Verfügung steht, der möchte. Aber wenn wir jetzt gleich noch mal ein bisschen höher gehen, dann ändert sich das. Wir hören übrigens Musik die ganze Zeit. Ja, also das ist so hier bei Costa, dass da immer Musik zu hören ist häufig, dass dann eine gute Stimmung möglicherweise herrscht. Ach, guck mal, hier eine Hängematte habe ich auch. Die habe ich jetzt hier auf den Kabinen nicht, wie wir das zum Beispiel von Aida oder mein Schiff kennen. Ja, also hier kann ich dann mich dann hinlegen. Ist natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, 6000 Leute sind an Bord, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, ja. Aber gut, solange jetzt ich das Glück habe und es sind, glaube ich, nur 100 Gäste oder so da, also jetzt überwiegend, was weiß ich, Partner, Presse oder so, also jetzt keine gebuchten Gäste, ja, dann ist es kein Problem, auch so eine Hängematte zu erwischen. So, ja, wir sehen etwas grauer heute, aber kein Problem. So, wir gehen jetzt mal hoch auf das Private 19. Das ist ein privates Sonnendeck. Deswegen, hallo, schauen wir mal. Also privat in dem Sinne, dass ich das dann buchen kann gegen Aufpreis. Ja, aber heute liegt hier natürlich keiner. Ach, guck mal, da habe ich hier so ein Daybed, wo ich mich hinlegen kann. Das ist ja eigentlich ganz schön, ne? Und ich meine, gut, ich habe natürlich dann die Garantie, wenn ich dafür bezahlt habe, dass ich dann auch einen einigermaßen schönen Platz hier abbekomme. Ja, ja. Mit den Farben finde ich eigentlich so ganz nett, ganz geschmackvoll, recht dezent auch. So dezent ist es nicht überall hier an Bord, muss man auch sagen, werden wir später sehen. So dezent ist es auch nicht immer in den Kabinen, sondern es ist dann durchaus auch schon farbenfroh, wie es die Italiener lieben. So, was sagt hier die... Oh ja, das ist aber angenehm hier. Temperatur von 35 Grad oder so. Würde ich mal so schätzen, vielleicht ist es auch nur 33, aber ja, sehr, sehr, sehr angenehm. Ach guck mal, eine Dusche habe ich da. Das ist ja auch so ein bisschen ungewöhnlich, oder? Dass die hier so offen ist. Also ich meine, das fühlt sich so ein bisschen so nackt an, finde ich, oder? Wenn man in so einer... Naja gut, aber so ist das, ne? Ich meine, gut, es gibt ja manchmal auch Duschen an Pooldecks oder so. Da ist es dann nicht unbedingt anders. So, hier nochmal Daybed. Ja, aber es ist halt so, ja, dass jetzt auf dieser Reise das hier noch nicht extra abgesperrt ist. Wobei, wo geht's da denn eigentlich rein? Oder ist das die Toilette oder was hier? Ach, tatsächlich, ja. Ah, guck mal, ich war es nicht. Toilettendeckel ist oben. So, aber gut. Jetzt gehen wir wieder runter. Ach so, vielleicht könnten wir hier auch nochmal zeigen. Ja, es ist nicht ganz zu verheimlichen, dass dieses Schiff ja, wie gesagt, auf der gleichen Plattform basiert wie Aida Cosma, Aida Nova. Dementsprechend ist es so, dass es dann hier und da so ist, dass ich dann an einer Stelle, wo auch jetzt auf Aida Nova ein Pool ist, befindet sich auch zufälligerweise hier ein Pool. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Gemeinsamkeiten halten sich in Grenzen. Was auch sehr interessant ist, zumindest optisch, ist auch hier dieses Umlaufende. Zumal ich das dann gesehen habe, ich konnte mich überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich war ja vor 2 Jahren hier, vor 2 Jahren war ich wahrscheinlich auch schon überrascht darüber. Also auf der Smeralda jetzt, nicht auf dem hier. Da war sie ja noch im Bau oder war noch nicht mal im Bau. Dieses Umlaufende sieht so ein bisschen aus, ja, als könnte man da drauf langlaufen, geht aber nicht. Das wäre dann irgendwo mal so die Mutprobe, ne, dass man dort langläuft, ohne dass es dort ja, irgendwie jetzt eine Brüstung oder so gibt. Aber
Keine Ahnung, ob es da wirklich konstruktionsmäßig irgendeinen Grund für gibt, für dieses Umlaufende. Aber es sieht auf jeden Fall durchaus ganz schick aus. Ne? Ja, was auch sehr gut ist hier für die Leute, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen, die können trotzdem dann in den Pool, denn dort ist so eine Hebevorrichtung. Das ist ja dafür auch nicht unwichtig. So, wir gehen mal runter. Hatte ich schon gesagt, Bruttoraumzahl, das ist ja die Größe, in der Schiffe angegeben werden. Die beträgt ungefähr 180.000, also das ist schon richtig, richtig groß und gehört dann damit auch schon zu den, weiß nicht ganz genau, aber müsste auf jeden Fall zu den 15 größten Kreuzfahrtschiffen der Welt gehören. Top 10 bin ich nicht ganz sicher, aber könnte auch sein. So. Ja, ist doch hier jetzt, ich meine, es ist natürlich immer, ja, wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt mit 6.000 Leuten, ist es ein bisschen was anderes. Ich bin sehr gespannt, denn natürlich entsteht dieser Rundgang hier noch in Corona-Zeiten, wie das dann irgendwann mal wieder ist, ja, wenn es wieder voll wird zum Glück. Denn im Moment ist es natürlich so, dass am Ende nur deutlich weniger an Bord gehen. Also AIDA arbeitet bei dieser Schiffsgröße dann so mit bis zu 3.000 Gästen im Moment noch. Also gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, also da oben dürfte, weiß ich jetzt, da bin ich jetzt gar nicht hingekommen, ist da das Crewdeck oder was? Das ist so ein bisschen jetzt die Schwierigkeit gewesen, denn so viel Zeit hatte ich jetzt leider an Bord auch noch nicht. Deswegen bin ich einmal so das Ganze so abgegangen, habe mir einen guten Weg überlegt, aber ja, schauen wir mal. So, hier gibt es ein Restaurant oder ein Konzept hier für gesundes Essen. Healthy, green, healthy food at Costa. Das heißt, es gibt Wraps, es gibt Salate. So, das Ganze eher gegen einen Aufpreis. Also es ist kein voller Preis, sondern es ist wirklich nur ein Aufpreis. Also Salat 2,50, Wrap 3 Euro. Oder es gibt hier irgendwelche Fruit Cups mit Cherries, Kirschen. Ob man die wirklich zu jeder Zeit bekommt hier? Kirschen. Kirschen gehört ja irgendwie sowas im Supermarkt. Dann denkt man so, das gibt es in vielen Monaten gar nicht. Im Gegensatz zu Blaubeeren oder so, ne? Oder? Ja, also das ist hier. Und das ist auch im Gegensatz, als ich nämlich damals auf der Smeralda war, da hatte ich das Gefühl oder da erinnere ich mich, dass das da alles noch nicht so ganz im Einsatz war, so diese Locations, die hier sind. So, jetzt muss ich kurz mal, ich habe mich jetzt entschlossen, hier dieses Mal nur mit einer Richtung zu drehen, also mit einer Kamera, also mit, sonst drehe ich ja immer so in mehrere Richtungen oder so, aber das heißt, ich muss jetzt hier beim Betreten kurz mal die Maske aufsetzen. So, jetzt hätte man natürlich auch heute bei der Auslastung des Schiffes vielleicht sagen können, so geh, machen wir mal ohne, aber da habe ich jetzt gar nicht gefragt und irgendwie, ja, man kann sich jetzt was Schlimmeres vorstellen. Ach ja, guck mal, gehen wir schon mal in die Innenbereiche. Hier sind dann die Fahrstühle, die im Moment nur, ach, alles gut, im Moment nur mit 4 Personen zu betreten. Ja, so, hier wird gerade Raucherpause hier, nee. Mal gucken, die Herren da, gucken wir mal hier ist eine Bar. Ja, es ist so bei Costa grundsätzlich Getränke zu bezahlen. Teilweise gibt es Angebote, dann sind Getränkepakete enthalten. Oder aber ich kann natürlich auch generell ein Getränkepaket gegen Aufpreis buchen. Überhaupt gar kein Problem. Das ist die Versilia Bar. Ach so, ja, ganz vergessen. Jetzt kann ich die Maske wieder abnehmen natürlich. Freundlicherweise. So. Ja, gucken wir mal. Angetrieben wird dieses Schiff mit verflüssigtem Erdgas. Und es sind ja nach wie vor gar nicht so viele Schiffe. AIDA Cosma, AIDA Nova, Costa Smeralda und eben jetzt hier die Costa Toscana. Verflüssigtes Erdgas, natürlich immer noch irgendwo ein fossiler Brennstoff und jetzt nicht CO2-neutral. So weit sind wir noch nicht, aber ansonsten schon erheblich sauberer. Und insofern ist das schon mal etwas, ja, was doch sehr, sehr, sehr zu begrüßen ist, ne, für die Kreuzfahrt. So, jetzt gucken wir mal, hier geht es einmal rüber über die, wie heißt es nochmal, ich habe den Namen vergessen, aber da ist ein Schild, da steht es dran. Ach ja, der Volare Skywalk. Also es sind durchaus auch italienische Vokabeln, die einem hier begegnen, die man aus gängigem italienischen Lied gut kennt. Ne? Volare, oho. Und hier kann man schon sehen, La Spiaggia heißt es, glaube ich. Das ist der Beach Club. Der ist ja nun auch schon bekannt von der Smeralda, der ist auch bekannt in ähnlicher Form von AIDA-Schiffen, aber man hat sich offenbar hier gedacht, nee, was sollen wir denn das Ganze irgendwie identisch machen von der Form her?
der ist hier halt anders. Da gehen wir auch gleich rein. Aber erstmal gehen wir hier über diesen Volare. Heißt das nicht fliegen? Volare? Volare? Cantare? Cantare heißt singen, aber Volare, ich meine volatil, ist, wenn die Aktien sich hin und her bewegen, also wenn sie fliegen. Also Volare ist wahrscheinlich fliegen, ja genau. Heißt ja auch, achso, guck mal, hier kann man spielen, Basketball unter anderem, Hockey, so, sowas ist alles hier. Also es ist jetzt hier von den Wetterbedingungen für diesen Rundgang, ist eigentlich perfekt, ne? Muss nicht meine Sonnenbrille tragen, weil es echt gut geht. So, hier gehen wir jetzt einmal rüber. Ja gut, jetzt kommen wir hier zu dem Markenzeichen, wenn man so will, von Costa. Das ist ja der gelbe Schornstein mit dem gelben C, was ist es eigentlich? Ist das ein blaues C? Ich habe ja so ein bisschen, dadurch, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe, bin ich da so ein bisschen, auch wenn es nicht rot oder grün ist, das sehe ich wohl, aber es ist jetzt blau, ja, es ist blau, ne? Also würde ich mal so sagen. Frag mich nicht genau nach Farben. So, die Rutsche ist ausgeschaltet hier offenbar. Das ist was sich im Laufe der Zeit doch auch bei den europäischen Anbietern verändert hat. Das war vor Jahren, gab es mal so kleine Rutschen oder so, aber die sind jetzt hier auch bei Costa oder bei MSC oder bei AIDA mit der Zeit doch immer größer geworden, beziehungsweise bei AIDA gab es lange gar keine Rutschen, aber oder beziehungsweise doch so eine Mini-Rutsche im Kids-Club. Aber ja, also hier hat sich doch ein bisschen mittlerweile was getan. Genauso ja, wie es ja auf den amerikanischen Schiffen ist. Also da hat man mittlerweile ja einiges übernommen, eben auch hier für die europäischen Marken. Und das hier ist der Splash Aquapark. Unter anderem, ich habe vorhin Kollegen gefragt, wie viele sind es eigentlich? Das sind jetzt 2 Rutschen, dann hier unten 3, 4, 5 zähle ich. Also wer mehr zählt, kann sich nochmal melden. Ja. Also, guck mal, wobei die laufen ja, da habe ich jetzt noch keine Ausrede, irgendwie sie nicht zu nutzen. Ne? Relativ kleiner Auslauf da unten. Ist jetzt gar nicht so. Ja. Aber gut, zu gegebener Zeit wäre das auch nochmal was hier, der große Rutschentest, vielleicht am letzten Tag hier. So, ein bisschen windig ist es heute auch. Ist es eigentlich jetzt so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt gar nicht so zu sehen bin, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, aber das war jetzt technisch, dachte ich so, ach naja, es ist jetzt hier die, weil ich es ja mit dem iPhone filme, es ist jetzt hier wirklich die Kamera-App von Apple, die ist eigentlich am allerbesten und da hätte ich jetzt keine Möglichkeit, jetzt in 2 Richtungen zu filmen, es sei denn, ich würde mit 2 iPhones filmen oder so. Wer weiß, irgendwann kommt das auch noch. Es werden normale Kameras immer mehr überflüssig. Irgendwann müssen wir hier vorbeifahren an der Insel Giglio, die ja nun auch, muss man sagen, ja, mit der Geschichte von Costa auf eine traurige Art und Weise natürlich verbunden ist, denn dort ereignete sich damals vor mittlerweile 10 Jahren das Unglück um die Costa Concordia. Aber das ist lange her. Seitdem hat man viel getan in der Costa Group. Und die Costa Group, die ja besteht aus Costa und AIDA. Und es gibt zum Beispiel das Fleet Operations Center in Hamburg, wo man sehr, 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 sehr genau überwacht, wo ein Kapitän eigentlich langfährt, sodass sich da irgendwelche Spirenzien, die vielleicht ein einzelner Kapitän jetzt vorhätte, nicht mehr so realisieren lassen, weil dann da sofort jemand am Telefon sitzt und sagt hier, pronto, Kommandante oder so. Was machen Sie da? Ja. Kommandant, ich finde, Kommandante, das mag ich immer wir haben Kapitän, aber ich finde so, Kommandante, das klingt so, ist ein schönes Wort, finde ich, Kommandante. So, ja, liegen. Gibt es hier an der Liege noch was zu zeigen? Nö, man kann ja einfach, genau, das dann hier verstellen in 1, 2, 3 verschiedenen Stufen. Ja, so, also wir wollen hoffen, dass dieses Schiff hier in den nächsten Jahren nie wieder so leer wird wie heute. Denn das ist natürlich nicht so der Grund, für den die Schiffe gebaut wurden, sondern man will natürlich viele Leute an Bord haben. Und ja, ich meine, wer hätte sich das vorstellen können, ne? Also wir haben hier im Hafen von Civitavecchia wieder Schiffe gesehen. Die liegen da seit 2 Jahren und irgendwie tut sich da nichts. Aber gut, dieses Jahr wird hoffentlich mehr passieren. So, guck mal, hier schon mal der Blick in den Beach Club. Heute wirklich mit dem großen Glück, dass da keiner drin ist. Ja, so, was ist hier? Ich dachte gerade, das ist vielleicht irgendwie hier Kunstwerk oder so. Nee, aber da sitzen 2. Kann auch passieren.
Heute ist es, glaube ich, so, das Passagier-Gast-Verhältnis ist irgendwie 1 zu 10, also 10-mal so viele Crew. Was habe ich gesagt? Passagier-Gast-Verhältnis. Nee, das Gast-Crew-Verhältnis, so heißt es. Es wird immer wirrer, was ich hier sage, ne? Aber ja, so schlimm. Also, so ist das, wenn man hier lange diese Rundgänge gar nicht so richtig machen konnte. Eine Runde hier zu joggen, 239 Meter. Ist ja nicht so, dass ich mir keine Zahlen merken könnte. Gut, hier kann Shuffleboard gespielt werden. Ja, 239 Meter, eine Runde. Das heißt, um irgendwie so auf die Alster von Hamburg, auf die Außenalster zu kommen, müsste ich irgendwie hier 35 Runden oder so laufen. Das entspricht ungefähr einer Alsterrunde. Also das könnt ihr euch merken, wenn ihr hier mal an Bord seid. Ja, naja, guck mal, hier steht es draußen nochmal dran, wer es vergessen haben sollte. Ich habe bei Instagram immer Probleme gehabt, wie heißt das Schiff denn? Da habe ich immer geschrieben, Costa, ja gut, Esmeralda habe ich manchmal geschrieben, also irgendwie Costa Toscana ist es aber. Ja, ganz einfach zu merken eigentlich, Costa Toscana, aber gut. So, jetzt gehe ich noch richtig. Ach, es ist ja wieder schwierig. Ich habe mir natürlich vorher genau überlegt, ein Drehbuch, aber gefühlt bin ich da gerade schon wieder raus. Jetzt bin ich auf 18, da oben gucken wir gleich hin, da ist 19 und da unten ist 17. So. Das Ganze übrigens auch gefilmt ohne Gimbal. Ich habe zwar einen Gimbal, aber dieser Gimbal ist irgendwie für dieses Format auch nicht geeignet, weil man mit Gimbal ist dafür da, um irgendwie in Ruhe schöne Aufnahmen zu machen. Ich könnte es natürlich auch mal machen, dass ich so umdrehe, ne? Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ich bin noch ein bisschen am Üben. Ich fand das sehr interessant. Mal im letzten Jahr hat Jan Fortun, der Kapitän von TUI Cruises, hat auch mal so einen Rundgang gemacht. Und da hat er das auch mal, hat er das so umgedreht und so, auch wenn ich mich jetzt gar nicht sehen kann. Aber das hat er ganz gut gemacht, muss ich echt sagen. Also hat er Talent. Also wenn er irgendwann nicht mehr Kapitän sein kann, vielleicht aus welchen oder möchte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ich würde ihn als Nachfolger eventuell sogar einstellen, ja. So, aber jetzt nochmal umdrehen. Und zwar immer so, dass ihr keinen Drehwurm bekommt. Ist ja auch wichtig, wenn man so am Fernseher sitzt. Also hier nochmal der Schornstein zu sehen. Aber jetzt gehen wir nochmal da hoch. Beziehungsweise, ach, es gibt ja noch so viel zu sehen hier auf diesem Deck. Gucken wir mal. So, wer jetzt die Rezeption mal anrufen möchte, der kann das machen. Dort ist nämlich ein Telefon. Hier kann man auch auf Kabine anrufen, oder? Ferntel IP. So, jetzt geht man ran hier wieder. Pronto. Hallo? Nee, ja. Also könnte ich jetzt theoretisch hier, aber das ist ja, Mensch, das ist ja ein sehr robustes Telefon auf jeden Fall. Ach so, ja, das sind immer noch die Regeln, die hier gelten. Face Mask, also Maske, Mund-Nasenschutz, Abstand halten und Social Distance. Ja, hoffen wir, dass bald das alles nicht mehr ist. Ja, hier hat man schon noch, also das ist natürlich, wenn ihr den Rundgang guckt, ist die Pandemie vielleicht vorbei, dann wird man das alles nicht mehr haben. Im Moment sind hier noch so Plätze abgesperrt. Denn das ist ja das Schöne, dieser Rundgang ist ja gleich irgendwie immer so für viele, viele Jahre. So, Pooldeck ist hier, da sind die Plätze da jetzt komplett gesperrt, da zum Sitzen. Und wir gucken mal hoch. So, hier gibt es so Schaukeln. Hier, keine Schaukeln für Kinder, Schaukeln für Erwachsene, auch wieder farbenfroh. Ist das jetzt gelb oder grün? Ich würde sagen gelb, aber nachher ist doch grün, deswegen sage ich mal lieber nichts. Wobei es natürlich die Costa-Farben, dann ist es wahrscheinlich gelb. Aber oh, hier hat man schon mal einen Blick hier auf das Heck. Pooldeck hätte ich beinahe gesagt, aber Pooldeck würde ja bedeuten, dass es auch einen Pool gibt, aber den haben wir hier nicht. Also das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt mal vergleicht mit AIDA Cosma. AIDA Cosma hat ja, auf welchem Deck denn eigentlich? Dann unten auf der, was ist das? Moment, wir sind hier 18, 17, 16, das ist die 16 da unten. Ich glaube, das Deck von AIDA Cosma ist weiter oben mit dem Pool, aber ja. So, das nur am Rande. Schon wieder so ein Telefon hier, Mensch. Ferntel IP. Wer kennt es nicht? Ferntel IP. Also Pooldeck, ja, die Pools sind halt da, ne? So an der Seite, einer da, einer Steuerbord, also hier rechts und einer Backbord auf der anderen Seite. Aber hier oben wollen wir nochmal hingucken. Es ist natürlich so generell, gucken wir mal nach oben, das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, das ist jetzt alles hier für schlechtestes Wetter oder so, sondern das setzt natürlich schon voraus, dass das Wetter einigermaßen gut ist. Ne? Aber dann ist es ein Schiff, ja, was mir im Prinzip so für schönes Wetter und in Zeiten, wenn wieder mehr Ausgelassenheit möglich ist,
was ich mir dann sehr gut eigentlich vorstellen kann, so im Mittelmeer, ehrlicherweise. Denn das ist ja so ein bisschen das, kann ich ja doch wieder umdrehen hier. Ist ja eine gute Idee, so, ich übe heute halt so ein bisschen, ne? Also dieses öfter mal was Neues, drehe nur noch mit einer Kamera. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, wenn wir ein bisschen ausgelassen, wer möglich ist. Und da sind ja unsere Freunde aus Südeuropa. Ist ja immer, die haben ja dann so ein bisschen ja, gelernt auch oder die wissen mehr, wie man feiert. Ne? Das ist eben nochmal was anderes, international. Das muss ich nochmal orientieren, jetzt 18. Ja genau, da habe ich ja alles gezeigt. Ja. Ach Gott, gut. Die Probleme bleiben. Nämlich, wie kann ich mich orientieren hier an Bord? Aber ich habe jetzt hier völlig... Eigentlich, ich hatte mir das so schön überlegt, aber nee, alles dahin. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Gut. Jetzt kommen wir nämlich gleich hier auf so eine, wie nennt sich denn sowas nochmal? Wenn man da so auf Glas dann lang geht und ganz nach unten gucken kann. Hat es einen Namen? Schauen wir mal. So, hier. Als ich damals mal so ein Video gemacht habe, dachte ich so, Mutprobe über Meer, aber... Heute denke ich so, na Mut braucht man da nicht mehr. Man kann schon so ein bisschen sehen, da hinten am Heck, der Bereich sieht jetzt komplett anders aus. Da hatte man sonst so runde Pavillons auf der Costa Smeralda. Hier nicht, da war auch mal noch ein bisschen Geld da. Hat man gesagt so, naja komm, da sind noch so Infinity Whirlpools. Die hat man glaube ich auch nicht, oder? So, hier kann man mal rüber gucken und das Handy offenbar nicht fallen lassen. So, geht. Mit dem Blick hier, jawohl. Aufs Wasser gibt es was Schöneres, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Was es hier nicht gibt bei Ida Nova, Ida Cosma, ist ja da irgendwie so eine Suite über zwei Decks. Das hat man hier nicht. Die gibt es hier nicht. Ja. Also es ist schon, meine, auch wenn man natürlich immer versucht, ist da so die Parallelen zu suchen oder zu erzählen oder so. Es ist schon was ganz anderes. So, ne? Also, ja. So, Piazza del Campo ist das da. Also ich mag ja die Sprache auch gerne, wenn man das dann so hört, hier so, ciao ragazzi. Ja, gut. So, Mensch, 21 Minuten und wir sind erst über ein Deck gekommen. Na, das kann ja was werden. Ja, welche Insel ist jetzt wohl? Giglio, da müsste man sich auskennen. Die da hinten vielleicht? Kann man mal hier ranspringen, oder? Da ist noch eine. Gute Frage, aber gut, das nur am Rande. Also ich meine, es geht doch, geht es von den Bildern schöner? Der Vorteil halt gegenüber jetzt mit dem iPhone, dass ich das halt wirklich so mit Ultraweitwinkel drehen kann. Ne? Und das ist alles relativ simpel möglich. Also das bin ich hier jahrelang mit irgendwelchen Kameras rumgelaufen. Und heute denkt man so, ja, das ist alles mit dem iPhone. Ja. Also oh, es ginge natürlich auch mit einem S22 Pro oder was es da gibt von Samsung. Es ist ja nicht so, dass ich hier für überteuerte Produkte von Apple Werbung machen möchte. Zumal ich auch meine Apple-Aktien irgendwann mal zu einem völlig dummen Zeitpunkt verkauft habe, wo sie dann nämlich irgendwann noch ziemlich gestiegen sind. Aber irgendwann dachte ich, mehr geht nicht, aber dann ging doch. So, willkommen beim Börsentalk hier auf der, wie heißt es hier, Piazza del Campo, ja. So, ach, ist doch eigentlich ganz schön hier, ne? Muss ich wirklich sagen, ach so, guck mal, hier sind so nochmal so kleine Einzelschaukeln. Also wer nun sagt so, Mensch, ich möchte irgendwie ein Buch lesen oder so. Ist das nicht schön hier? Tada! So, jetzt ist wahrscheinlich der Effekt hier, wenn ich mich raufsetze, so roms. So, jetzt muss ich doch nochmal umdrehen hier. Hm? Ist doch gut, oder? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, aber gut. Darf man nicht vergessen, ich bin zum Arbeiten hier. So, auch wenn manche sagen, Mensch, was ist das? Das ist doch keine Arbeit, was er da macht. Aber ist es doch so ein bisschen. Also von den Dimensionen, ne, es hat schon alles was, das muss ich wirklich sagen. Manche sagen dann so, ja, nee, großes Schiff und so. Ja, gut, großes Schiff, grundsätzlich konnte man während Corona sagen, großes Schiff bedeutete große Probleme, weil wenn man irgendwie ein Schiff für 6.000 liegen lassen muss, ist es irgendwie natürlich unschön. Ja. Auf der anderen Seite, großes Schiff bedeutet große Vielfalt natürlich, von Dingen wie Gastronomie und so weiter. Und das ist eigentlich wirklich das Faszinierende. Ich bin ja, der ein oder andere hat es mitbekommen, über Silvester 2021 auf Aida Nova gewesen. Das Schiff, was gar nicht auslief, weil es eben einen Corona-Ausbruch bei der Crew gab und dann Personal fehlte. Und ja, ich habe es jetzt gar nicht so sehr
das Fahren in dem Sinne gar nicht so sehr vermisst. Es war auch so ganz schön, weil man auf so einem Riesenschiff sich gut aufhalten kann. Der Pool auf der Steuerbordseite, wie gesagt. Gucken wir gleich nochmal auf die Backbordseite. Also prägt ihn euch einmal ein. Langsam kriege ich Durst hier, Mensch. Und ich habe bestimmt noch ein bisschen hier vor mir. Das kann ja was werden. Ach, guck mal, das ist ja auch interessant. Hier kann man Information. Ob das funktioniert, wenn man... Ich wüsste aber jetzt nichts, was ich fragen könnte. Sonst würde ich mal ausprobieren. Aber was soll ich da mal fragen? So nach dem Motto, ist ein Espresso auch im Getränkepaket enthalten? Kann man da mal vielleicht drücken? Mal gucken, ob es funktioniert, ja. Ach, guck mal, hier sind dann auch noch so... Das ist ja auch sehr interessant, aber wahrscheinlich hat man da Möglichkeiten gehabt hier im Stahl, dass man da irgendwie dachte, na, da brauchen wir keinen, da kann was reingesetzt werden. Aber ja gut, wäre auch jetzt ein eher extravaganterer Ort, um ein Buch zu lesen, ne? Oder so. Oder aber halt hier wieder unsere Schaukeln. Mir ist gerade wieder eingefallen, das ist schon mal die gute Nachricht, wie ich eigentlich weiter vorgehen wollte. Weil es war mir leider zwischendurch wirklich völlig entfallen. So, also hier Pool Nummer 2. Sieht doch identisch aus. Steht hier eine Höhe? Ja doch, 1,30 Meter. 1,30 Meter ist, wenn man jetzt wie ich 1,86 Meter groß ist, eine Wohlfühlhülle, Höhe, kann man nicht anders sagen. Ach, ich liebe es ja wirklich, diese Bilder hier mit Wolken und Sonne. Kann ich mich wirklich nicht dran satt sehen an solchen Bildern. Aber gut, es muss weitergehen hier. Denn es gibt gleich wieder die Möglichkeit, etwas zu essen. Pokeballs sind ja seit einiger Zeit, gerade so in den Großstädten zum Beispiel, also jetzt nicht so sehr, wo ich so gebürtig herkomme, in Wolfenbüttel gibt es, glaube ich, keinen Pokeball-Laden, aber in Hamburg gibt es natürlich, wo ich seit 22 Jahren wohne, gibt es natürlich Pokeball-Läden ohne Ende. Das ist so eigentlich ein hawaiianischer Salat mit rohem Fisch im Wesentlichen. Ja, ja, und hier kann ich nur sagen, create your bowl. Ich zahle auch wieder einen Aufpreis, also diese 3 oder 4 Euro, das entspricht so, ich meine, in Hamburg zahle ich 10 bis 12 Euro für so ein Ding und kann dann da sagen, hier, okay, roher Lachs, roher Thunfisch oder sowas, oder Tofu, oder Cream Cheese, Avocado, Gluten-free Soja, Quinoa, alles, was hip ist. Das kann ich dann hier essen, heute geht allerdings gar nichts, aber ja, das wäre sicherlich was, ich esse Pokeball tatsächlich mal ganz gerne. Also ist schon ganz, finde ich ganz gut. Gibt es ja, wie ist denn das? Bei AIDA gibt es das, glaube ich, in der Sushi-Bar. So, jetzt wollte ich hier, vorhin hier bei der Probe, dachte ich, guck mal, jetzt gehst du hier mal durch, gehst wieder in den Innenraum. Man macht hier auf und denkt so, oh Mensch, ist doch nur das Klo. Aber irgendwie denkt man, wobei es steht ja dran, nur für eine Person, aber ja, genau. Also hier geht es nicht lang. Schon mal schön in die Irre geführt. So. Mal wieder umdrehen hier, sonst wird es ja vielleicht auch langweilig. Wobei das Problem ist natürlich, ich kann jetzt gar nicht sehen, wie ich aussehe. Das ist mal ein bisschen schwierig, weil man dann gar nicht weiß, so, ist der Bildausschnitt überhaupt richtig. Ah, jetzt sind wir hier wieder bei den Rutschen, aber dieses Mal von unten. Was ich schon mal sagen kann, es gibt keine Leckage oder so, also es tropft jetzt hier nicht runter. Wenn es tropfen würde, wäre es Regen. Ah ja, hier der, aber wirklich erstaunlich kurzer Auslaufbereich, aber gut, das... Das mag reichen, weil die Geschwindigkeit dann nicht so hoch ist oder so. Es gibt für Kinder Rettungswesten. Und grundsätzlich vielleicht das auch nochmal vorausgeschickt aus der Reihe Costa für Einsteiger. Natürlich Costa, sehr, sehr, sehr kinderfreundliche Reederei. So wie die Italiener ja grundsätzlich sehr kinderfreundlich sind. So, es ist so, dass hier diverse italienische Marken präsentiert werden. Also, dass man Kooperationen hat mit großen italienischen Marken. So, dass es hier an Bord insgesamt 2 Aperol Spritz Bars gibt. Ich weiß gar nicht, wann man in Deutschland anfing, Aperol Spritz zu trinken, aber seit einiger Zeit ist das ja wirklich mega, mega, mega populär. Kann fast schon darüber diskutieren, ob es nicht langsam schon wieder out ist, aber so, hier darf man, wie gesagt, gar nicht sitzen, aber sonst in anderen Zeiten hier. So, hier kann man Aperol Spritz sitzen. Ich finde jetzt, die Position möglicherweise auf anderen Schiffen, auf der Costa Diadema, da ist die Aperol Spritzbar dann so am Heck, finde ich, glaube ich, besser. So hier an der Seite. Auf der anderen Seite, es wirkt halt auch gerade nicht so. Hier so Plastik, interessant, hier sieht gut aus. Ja. Auf der anderen Seite, es wirkt halt auch gerade nicht so, weil das Wetter jetzt gerade nicht so nach Aperol Spritz ist, ne? Sondern es ist eher so nach
Also kurz vor Glühwein würde ich sagen. Also mindestens warmer Kakao, aber nein, nicht ganz. So, also dann sind wir hier. Und jetzt geht es schon langsam in unseren Beachclub. Ja, gucken wir mal. Da habe ich dann gestern gleich, als ich nämlich ankam, eine Kleinigkeit gegessen. So was geht es da auch. Heute muss ich, glaube ich, was trinken, sonst verdurste ich hier langsam. Aber so. Achso, wo geht's da jetzt hin? Achso, da war ich ja schon. Also wir sind auf 17. So, jetzt wieder die Maske. Wo habe ich sie jetzt? Ah, das ist wie im echten Leben, dass man nicht weiß. Rechte Tasche, linke Tasche, da ist sie. Weiß die rechte Tasche nicht, was die linke Tasche macht. Nee, wie sagt man? Es gibt so einen ähnlichen Spruch. Also, so, schnell aufgesetzt hier. Ja, es ist, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wenn die Gefahr nicht besteht, jemandem irgendwie zu nahe zu kommen, müsste man sie theoretisch auch nicht aufsetzen. Aber so differenziert kann man natürlich Regeln nicht gestalten auf einem Schiff, sondern da muss man einfache Regeln, die leicht zu verstehen sind. Und das bedeutet natürlich jetzt die Maske tragen. Also, der Beach Club. Das ist ja ein Foliendach, wie man das mal ja, im Schiffsbereich auf AIDA Prima damals eingeführt hat, wo man sagt, oh, es lässt auch die Strahlen durch, die braun machen. Das ist ja vielen doch wichtig im Urlaub. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich, vielleicht ist es auch wichtig, um Vitamin D zu bilden. Also das wäre ja sogar ein medizinischer Grund, den man empfehlen würde. Ja, hier Whirlpool. An der Seite kann man gleich nochmal reingucken, das sehen wir gleich. Da ist nämlich eine Glasscheibe. Das kann man normalerweise dann nämlich nicht so zeigen, weil dann da Leute drin sind. Und das wäre ein bisschen indiskret, das dann zu filmen. Aber heute geht ja hier alles. Also, ja, der ist halt von der Konstruktion, der hat nichts zu tun halt mit Nova und Cosma. Da war den Planern wahrscheinlich, dachten sie, Mensch, wir haben doch das Geld, können wir ganz anders planen. Das war ja noch vor Corona. Und ja, hier gibt es Eis. Gegen Aufpreis, das Eis wird hier an Bord produziert, habe ich jetzt dieses Mal noch nicht gegessen, ehrlich gesagt. Auch das wieder sind, muss man wirklich sagen, eher moderate Aufpreise. Also es ist jetzt nicht so, dass man da das Gefühl hat, so, oh, da musst du erstmal dir dreimal überlegen, ob du es machen willst oder nicht, sondern die Preise sind wirklich sehr, sehr, sehr günstig. Hier finden dann auch Partys statt. Ja, also hier oben wird dann der Ton überwacht, da ist eine kleine Bühne. Ja. Insgesamt schöne Location, bedeutet natürlich aber auch, man kann das da nicht aufschieben oder so. Also bei Hitze oder so ist das Ganze, ja, wie immer, jetzt nicht die ganz perfekte Lösung. Das ist mal klar. So, hier ist eine Nutella-Bar. Hallo? So, hier gibt es also Crepes oder Nutella-Croissants, das Ganze auch gegen Aufpreis. Ich kriege Kaffee oder, ach hier, irgendwelche Süßigkeiten, das sind, glaube ich, aber nur Attrappen, so, ja. Denn natürlich ist Ferrero in Italien eine ganz große Marke und dementsprechend hat man dann so Kooperationen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr meinen Lieblingskanal auf YouTube kennt, also ist natürlich nicht mein eigener, sondern ich liebe ZDF Besseresser. Das ist ein Kanal, ja, da geht es um Essen, ach was. Und da ist dann immer Sebastian Lege, der ein Produktentwickler ist, der zeigt dann da immer, was ist so Böses eigentlich drin in den Sachen, die wir so täglich zu uns nehmen. Seit ich das gucke, esse ich viele Dinge einfach nicht mehr, muss ich echt sagen. ZDF Besseresser, also guckt mal rein, kriegt mal was Schönes für unseren Rundfunkbeitrag. So, jetzt hier wieder, wie nennt sich das? Ja, wir gehen jetzt auf ein Treppenhaus zu. Ist schon hier von den Farben. Ach, ich finde es ganz schick auf eine gewisse Art und Weise, doch. Also vor allem, ich meine, ihr habt ja die anderen Schiffe nicht gesehen von Costa früher. Also früher war das ja immer so, da hatte Joseph Farkas, ein Amerikaner, hat immer so ein Design gemacht. Naja, er will so das machen, vielleicht ein bisschen, wie er sich Italien vorstellt. Oder er will so Traumwelten kreieren, die so ein bisschen Leute entführen aus dem Alltag. Ja. Und hier ist es halt so, dass man eher so mit anderen Designern gearbeitet hat, komplett. Also der Farkas ist mittlerweile, ich glaube, in Zwangsrente oder was. Aber ja, es ist hier doch insgesamt gefälliger, ohne sich aber auch zu verleugnen. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, ja, wenn es uns Deutschen so hundertprozentig gefallen würde, hätte man was falsch gemacht, weil es soll ja italienisch sein. Ne? Also Italien auf dem Meer, das ist seit eh und je natürlich das Motto. Es sind, würde ich sagen, mal wieder hier für diesen Rundgang,
die besten Bedingungen seit Ewigkeiten. Oh Gott, ich habe heute noch kein Fieber gemessen. Man soll hier in diesen Zeiten, soll man das Fieber messen. Vielleicht kann ich es jetzt noch machen hier. Mal gucken, hier an diesen Stationen, ja, oh, da. Machen wir mal hier, Target Alignment, aber ich muss die Karte, glaube ich, irgendwo ranhalten, oder? Take the right position, place the Costa card on the reader. Aber wo ist denn unsere Reader? Hier? Ist hier unsere Reader? Ah. So, jetzt kommt was. Hallo? Na, ich weiß es nicht, aber... Also sehe ich gerade, dass meine Haare ganz komisch liegen. Siehst du, ich filme mich hier die ganze Zeit. Na, egal. Also, ja, ich... sagen wir mal so, das ist so ein bisschen für mich, dieses Fiebermessen ist für mich immer noch so aus der ersten Phase der Pandemie, wo man so gedacht hat, naja, bevor wir gar nichts machen, messen wir Fieber, kann ja nicht schaden, aber hier schon wieder. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, also ich merke sehr wohl, wenn ich Fieber habe, ne, dann ja, ist halt so die Frage, ob man das so verpflichtend macht oder nicht. Gut, aber bevor es zu politisch wird, reden wir wieder über das Essen, über die Salty Beach Street Food. Hier habe ich gestern wunderbar Focaccia gegessen. Focaccia. Focaccia ist wahrscheinlich eins. Ja? So, 2 €. Hamburger 2 €, Pommes 1 €, ich empfehle Focaccia. Focaccia. Achso, jetzt darf ich gar nicht, wollte ich die Maske gerade abmachen, aber das ist ja hier eher nicht. Können wir es kurz mal zeigen? Achso, ja, Desserts gibt es auch für 1,80 Euro. Ich hatte hier dieses Dessert, das war irgendwie mit Lemon, das war sehr lecker. Also merkt es euch, ich kann es ja nochmal hier etwas prominenter zeigen. Hier, das hier war wirklich sehr, sehr lecker mit so einer Art Pudding oder was. So, hier werden die Focaccia Burger. Ja, Burger muss man bei den italienischen Freunden immer ein bisschen aufpassen, aber dafür umso besser hier. Ah, das war richtig gut getoastet und so weiter. Richtig lecker. Also kann ich sehr empfehlen. Meine gut, sie haben jetzt hier diese Einführungszeit, haben sie nun freundlicherweise, gibt es das auch umsonst. Wer weiß, ob ich sonst gegessen hätte, doch. Aber es gibt ja dann doch Zeiten, wo das Buffet-Restaurant nicht offen ist oder so. Jetzt kann man hier mal reingucken in den Whirlpool. Früher habe ich immer Whirlpool gesagt, als wäre es mit Öl, aber ich bin ja lernfähig. Also das ist dann hier so, die Wasserkante. Ja, man sitzt dann da drin und es ist schon ein bisschen, könnte man auch Fische reingeben oder so irgendwann mal, ja. Also wenn irgendwann mal Whirlpools außer Mode sind, kommt da irgendwie so ein kleiner Hai oder was rein, kann man gleich Besichtigung gegen Aufpreis. So, ja, hier ist auch nochmal eine groß aussehende Wasserfläche. So ein bisschen der Haken, weil ich sagte ja, es gibt hier Partys. Und da stellt man sich natürlich zu Recht die Frage, nicht so wie bei AIDA im Beachclub, wo dann so Tanzfläche ist, so nach dem Motto, ja, wo soll man denn hier hin? Ja, also das ist vielleicht so ein bisschen der Haken. Also man hat hier bei der, also die große Wasserfläche hier in Ehren, aber ja gut, ich sag mal so, hier, das wäre die Tanzfläche gewesen. Hat man aber nicht gemacht. Naja, gut. So, hier wieder Whirlpool. Ups, jetzt darf ich hier nicht. Es fehlt, steht ja immer noch der Moment aus, dass ich irgendwann mal in so ein Video ins Wasser falle. Ach guck mal, Kescher gibt es auch. Also wer doch Fische fangen will, fürs Abendessen. So, ja, achso, da oben kann man die Türen doch öffnen, glaube ich. Da diese Geschichte. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt, wenn man so nicht sehr lange an Bord ist, dann kann man am Ende leider nicht so ins Detail gehen, aber wie gesagt, der Vorteil, kein Mensch ist da. Guck mal, duschen kann ich mich hier auch. Und hier ist Aperol Spritzbar Nummer 2. Ja, die ist dann hier. So, also hier, hallo. Das ist dann die zweite Aperol Spritzbar. Kann man hier aufmachen? Nee, hier sind die Flaschen. So, ja, hier kann ich sitzen. Ja, wie gesagt, im Moment noch mit Xen und so, aber ich hoffe, in Bälde alles nicht mehr. In Bälde alles nicht mehr. Gut, aber ja, am Ende kann ich es nicht ändern. So, gucken wir hier nochmal, wo geht es da lang? Also La Spiaggia heißt das Ganze. La Spiaggia. So, wahrscheinlich hat YouTube selbst mein Video gesperrt hier. Das ist ja immer, wenn Musik zu laut ist, dann schlägt das sogenannte Content-ID-System zu und dann sagen sie, nee, du kriegst nicht das Geld, sondern der Komponist hier von, wie heißt der Song? Ich bin so unglaublich schlecht, was zeitgenössische Musik angeht, das geht alles gar nicht. Da fühle ich mich wie so ein alter Rentner schon, weil ich irgendwie meine Repertoirekenntnisse haben irgendwie 1990 jetzt aufgehört. Wobei ich war ja auch dann beim Radio 2001, wann war ich bei NDR 2? 2000,
2004, da kenne ich schon noch so ein bisschen, aber so, Beauty. Wollen wir hier mal reingucken, was hier so ist? Hier habe ich mich vorhin nicht reingetraut, aber Kerastase. Also hier ist so Friseur oder was? Hallo. Ja, also hier kann man sich die Haare schneiden lassen. Meine letzte Frisur habe ich in Kapstadt, also man kann es mal, aber ich glaube, man sieht keinen Unterschied, es ist ein bisschen unordentlich oder so. So, in Kapstadt ist immer, ich gehe nicht so gerne im Ausland zum Friseur, weil ich mal denke, man kann sich da so schlecht artikulieren, ne? Aber so, das Fitnessstudio hier, ich finde, es ist so riesig für die Größe des Schiffes, ist es gar nicht. Also, wenn wir 6.000 Leute, aber hier wirklich allermodernste Geräte hier, wobei ich glaube, das geht so, wenn man hier so mit Fitnesskursen und so, ich bin ja mittlerweile so ein Peloton-Fan, aber ich glaube, diese Fitnesskurse gehen hier gar nicht, weil die bräuchten Internet, aber ich bringe mir dann immer, Stichwort Peloton, so Kurse dann mit auf dem Smartphone und dann laufe ich die immer, also dann ist da so ein Trainer, der sagt dann Geschwindigkeit so und so viel und Geschwindigkeit so und so viel und Steigung und ja, das finde ich ganz unterhaltsam. Ach krass, hier sind auch nochmal Laufbänder. Also an Laufbändern, da haben sie wahrscheinlich so Mengenrabatt bekommen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So, wenn du 17 Stück, wobei 17 ist, das ist doch eine italienische Unglückszahl eigentlich, ne? Oder? Oder nee, welches ist die italienische Unglückszahl? Irgendeine Zahl gibt es da nicht. Ja, Crosstrainer. Verwende ich heute irgendwie nicht mehr. Also finde ich ein bisschen öde tatsächlich, Crosstrainer. Gut, ein paar Kraftgeräte haben wir auch. Achso, da hinten sind auch noch Hanteln oder was. Dieses Ding kenne ich gar nicht hier. Was ist das denn komisches? Das ist wahrscheinlich, das sieht aus. Achso, ist das so ein Natural Runner oder was? Also so eine Art Laufbahn. So, da sind die Freihanteln. Das ist alles da. So, jetzt wollen wir mal gucken. Achso, wer nun sagt hier, eine Cola ist genau das Richtige, der hätte da die Möglichkeit. Ja, so. Cola zum Sport. Also ich bin mittlerweile, was süße Getränke angeht, bin ich mittlerweile echt komplett raus. Was ist das denn jetzt hier? Maximum? Achso, hier sind so Rudergeräte oder was? Hier ist also nochmal ein Extraraum. Ja, es ist natürlich so mit dem X, ne? Der darf gar nicht benutzt werden, also nur der. Hoffen wir, dass die X'e irgendwann weg sind. So, Knopfdruck. Blub. So, gucken wir mal. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich da spontan auch in den Spa kann. 39 Euro am Tag. Aber das Ganze hier, wie es professionell vorbereitet ist, habe ich natürlich vorher nicht gefragt, ob ich da jetzt überhaupt kommen könnte. Wo war denn der Eingang? Ach, das geht ja wieder los. So, hier. Interessant. Ne? Ich glaube, das ist eine relativ kostengünstige Form der Raumgestaltung, dass man da nur hier so Plastik oder was drauf macht und dann geht es ganz gut. Ja. Aber gucken wir mal, hier war glaube ich der Eingang vom Spa. Hallo. Hallo. Is there right now something in or can I go with the camera inside? I can go? Yeah? Oh, good. Das, ja, thank you. So I know already where what is. So it's like. So thank you very much. Yeah. Oh ja, hier ist gerade Desinfektion. Also dann können wir mal gucken. Das ist also ein ganz großer Glücksmoment, dass wir also auch zeigen können in diesem Rundgang das Spa. Wobei, wenn ihr jetzt mit Menschen begegnet, dann werde ich sagen, so um Gottes Willen, aber nö, ist keiner. Nicht, dass hier irgendwo der Chef. Ja, Wahnsinn. Also alles leer hier. Ich habe das ganze Schiff für mich alleine hier. Das sind ja interessante Plätze. Ne? Das ist so ein, wie nennt man das? Nennt man das nicht Talasso Pool oder was? 1,30 Meter tief. Dann hat man hier so angenehm warme Liegen. Das ist so der Zeitpunkt, wo ich langsam mal meine Jacke ausziehen könnte, weil es hier dann doch ein bisschen warm wird. Also, das Ganze nur gegen Aufpreis, das ist ja was bei internationalen Reedereien gang und gäbe ist. Bei AIDA mittlerweile Sauna, ja auch, nur noch auf allen Schiffen gegen Aufpreis. Also, man hat es jetzt so in diesem leistbaren Bereich, ist mein Schiff noch inklusive Sauna. Ansonsten
wird das ein bisschen weniger. Oh, hier der Salzraum. Wo auch immer jetzt hier das Salz ist, aber ach, da darf wahrscheinlich diesen Stein da. Soll man dran lecken oder was? Nee. Gut, so, da bringe ich euch auf Ideen hier. Aber für 39 Euro kann man es vielleicht mal probieren. So, mein Albtraum wäre, oder was heißt Albtraum? Kommt ja immer drauf an, auf die Person, die man sieht, aber nicht, dass ich hier irgendjemanden filme, das wäre peinlich. Hamann ist im Moment nicht Dampfbad. Ist im Moment nicht geöffnet, wurde mir erklärt. Ach so, hier die Trinkwasserspender, leider gerade auch. Das ist lustig da mit dem X in der Mitte. Ja, also wir brauchen eine Welt mit weniger X, dann ist wieder alles gut. So, hier saß vorhin jemand drin beim Rundgang. Da war ich dann so ein bisschen, dachte ich so, oh, peinlich berührt, aber nee. Insofern, so, jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist wahrscheinlich noch jetzt Restarbeiten, aber alles nicht so schlimm. So hallo? Ist es nicht. Was? So wild ist es nicht. So wild ist nichts. Guck mal, sogar auf Deutsch hier sogar, aber. So, das ist ja. Das sind Sätze, die man hören möchte. So wild ist es nicht, das ist gut. So, gucken wir mal, wo geht's hier? Achso, hier, oh, die Schneeballschlacht. Also hier kann ich wirklich rein. Das ist schon krass, ne? Also, ja, das kann, hier kann ich dann nach dem Saunieren rein und kann dann eine Schneeballschlacht hier machen. Also, das hat doch was. So, Maximum, okay, also hier wird wirklich noch ein bisschen geschraubt. Aber gut, hier darf man gar nicht durch wahrscheinlich. So. Hatte ich jetzt hier noch vergessen, wir haben doch jetzt ein bisschen was gesehen hier, ne? Ach so, nee, oh nee, die Behandlungsräume, die haben wir noch vergessen hier. Die sind wahrscheinlich dann, glaube ich, hier oder so. Also wenn wir da nochmal hingucken, das ist hier größer auch als erwartet. Also von außen ist der Eingang ist so ein bisschen unscheinbar. Ach so, nee, da geht es wieder zum Schneeraum. Gäste-Lounge haben wir hier. Ah ja. Also hier kann ich dann entspannen, kann mir einen Tee bringen lassen. Und ja, also ich muss wirklich sagen, bei 10 Rundgängen klappt es, glaube ich, mal in so einem halben, dass ich das hier so zeigen kann. Auch hallo. So, hier wäre dann also so ein Treatment Room. So. Achso, hier ist, glaube ich, eher so Beratung, aber Hautbearbeitung. Na gut, das ist dann hier Innenkabine. Gibt es ja dann auch. Ja, Couple Treatment, das ist für zwei. Achso, das ist hier, erinnert so ein bisschen so an, kann ich sogar rein hier, ne? Ich glaube, also das ist wirklich, ach guck mal, das ist ja eine geile Dusche hier. Wobei dieses Wort habe ich jetzt gerade nicht gesagt, weil ich mache ja familienfreundliche Videos, es soll ja sein für Kinder bis Rentner sozusagen. Tauglich für 8 bis 88 sozusagen, wie ein gutes Spiel früher von Ravensburger, da stand das immer dran, ne? Von 8 bis 88 oder so. Also deswegen keine Gossensprache, keine erklärungsbedürftigen Worte, die das Kind noch nie gehört hat, weil dann fragen sie, was hat er da gesagt? Also insofern, ich will es gar nicht wiederholen, insofern, gut, Treatment Room. Da nochmal, ja, also Treatment Room, also es wiederholt sich da, insofern können wir da langsam schon mal rausgehen. Hallo. Sehr freundliches Personal hier überall. Treatment Room. Was man meistens sagen kann, ich habe es jetzt hier nicht konkret gecheckt, was die Preise angeht. Normalerweise internationale Reedereien. Oh, das klingt noch nicht nach Spa hier. Das ist die Bohrmaschine. Internationale Reedereien. Im Grunde Preisniveau tendenziell immer höher beim Spa. So, ja, also das ist halt, thank you, also das ist, thank you, bye bye, hallo. Ja, das kann man sich merken, aber am Ende, was nimmt man für einen Preis? Man nimmt einen Preis, den man nehmen kann. So, also wenn man merkt, zu diesem Preis kann man etwas nicht verkaufen, dann senkt man ihn, ne? Also relativ banal, das Ganze. Das ist ja immer so ein bisschen, wenn man so über Preise redet und so, ja, warum wird ein besonderer Preis genommen? Ich meine, zum Beispiel auch diese ganzen Aufpreise da bei den Essensgeschichten, ne? Die waren ja relativ günstig. Diese günstigen Preise nehmen sie nicht, weil sie die Wohlfahrt sind, sondern weil sie wahrscheinlich festgestellt haben, so, oh, sonst kauft es keiner. So einfach ist das. So. Ach so, ja genau, hinter diesem, ja, wie gesagt, ach so, ja, hier ist Squawk Baby Club. Das sind ja auch immer so Sachen, die sind ein bisschen schwierig, zu zeigen, aber wollen wir mal gucken. Hallo, can I have a look with the camera or is there somebody inside? Somebody is inside. Okay,
Okay, that's not good. So, or can I see it like, it's not, just to you be. You can come maybe evening. It's better. Yes, yes. There is nobody will be inside, so okay. You can have a look better. Thank you. Thank you. Bye, bye. 45 Leute, genau. Achso, oh, dafür können wir jetzt hier gucken in das Squawk-Restaurant. Das ist ein Familienrestaurant. Interessanterweise hier in der ähnlichen Position auch wie auf Aida Nova und Cosma, das Familienrestaurant. Ist großer Zufall hier. Solo Usquita, Ausgang ohne, nur Ausgang, ja. Gut, also hier jetzt nicht. So, also hier wieder die Möglichkeit mit dem Fahrstuhl zu fahren. Aktuell nur 4 Leute im Fahrstuhl. Ja, und hier ist dann auch der Squawk Club, also was dann der Kids Club ist. Natürlich alles jetzt so in Corona-Zeiten mit Kinderclub und so weiter, alles nicht ganz so einfach. Aber ja, da ist jetzt auch jemand drin, deswegen wollen wir da auch gar nicht im Detail das zeigen. Also hier wäre der Eingang. Und mal gucken, ob wir hier, hier kommen wir glaube ich nicht rein. Nee. Das ist dann hier nur für Familien. Ja, ich habe in der Werbung, habe ich gesehen, da gab es doch tatsächlich die Möglichkeit, da Pizza zu essen. Das ist immer so eine heilige Geschichte. Bei Pizza gibt es bei Costa eigentlich nur gegen Aufpreis. Aber gut. So. So, wenn ihr gleich sehen wollt, wie ich verdurste, dann bleibt bitte dran. Ansonsten wird sich vielleicht noch ein Gläschen Wasser finden. Oh, Maske ab. Das ist, wenn man so redet mit Maske, ist das doch nicht so ganz ohne. Meine Güte, ist das schön heute. Oh. Also, besser geht nicht. Und wir haben erst die oberen Decks hier hinter uns. Da sind wir gewesen, genau. Und wir haben jetzt eigentlich hier nur noch hier unten diesen Bereich, Deck 16. Das ist ja auch ganz interessant hier mit diesen Stühlen, die da, oder wie soll man es nennen, da fest angebaute Stühle. Auf der anderen Seite muss man die dann auch da, kann man natürlich nicht einfach wegräumen, ne? Nicht ganz so einfach. Also wenn man mal so ein bisschen, wenn mir jetzt jemand ein Wasser bringen würde, wobei, wo kommt das Licht? Wie gesagt, ich sehe es selber nicht von da. Wenn mir jetzt jemand ein Wasser bringen könnte, wäre es sehr schön, aber so, ja, gucken wir mal. Also Piazza del Campo. Auch interessante, was ist das denn hier? Ups, oh, komm gar nicht mehr hoch. Da zeigt sich das Alter wieder. Interessante Plattform. Das ist hier, sind das hier für die Tänzer bei den Poolpartys oder was? Wo man dann so, hey, so nach dem Motto, jetzt hier, Civita Vecchia, wo sind die Hände oder so, ne? Gut. Ach ja, es ist, also wie gesagt, diese Leere ist ein bisschen unheimlich auf der anderen Seite, aber gut. So, also da nochmal der Blick auf den Heckbereich. Ja, hier Möglichkeiten, was kann man hier machen? Trampolin springen, hier. Was ist hier? Eine Kindertanzfläche, so sieht das so ein bisschen aus, ne? Ja. Ja, da kann ich mich reinbegeben. Aber das ist es dann, würde ich sagen, erstmal gewesen. Von hier die Außenbereiche. So, gucken wir mal. Mensch, jetzt schon hier 52 Minuten. Halleluja. So, ah ja, hier interessante Figur auch hier. Und dann würde ich sagen, das ist es hier im oberen Bereich gewesen. Wir folgen jetzt, Maske wieder auf, wir folgen jetzt, ich muss echt was trinken. Also, ja, gut. Auf der anderen Seite, ich meine, gut, Moor vertrocknet bei Schiffsrundgang oder was, das wäre auch eine Schlagzeile, aber die Schlagzeile will ich nicht lesen. So, vielleicht gehe ich mal zu Fuß, jetzt auf Deck 8. Nee, das ist ja ein bisschen weit. Also, muss ich denn jetzt überhaupt 8? Doch, 8 muss ich. Also, man kann jetzt hier sehen, öffentliche Bereiche, also hier sind jetzt 17 und 16 sind jetzt angeschlagen und jetzt, man kann auch auf die anderen fahren, aber das sind halt nur Kabinen. Und jetzt würden wir jetzt mal auf 8 fahren. So, die Frage ist immer, welcher Fahrstuhl wird es sein? Das ist die Frage. Aber geht auch ohne Gimbal, oder? Ich glaube, ich habe ja vorher echt so ein paar Tests gemacht und so und habe festgestellt, so okay, Smartphone-Kameras sind so gut heutzutage. Deck 16. Was hatte ich gesagt? 8, genau, so. So, ah ja, hier im Moment nur 4 Personen. 4 Personen. Spiegel. Bisschen Sonnenuntergang. Sieht aus, als hätte ich es fotografiert. Ich liebe ja das Fotografieren von Sonnenuntergängen, ne? Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, so auf Instagram oder so. Es gibt nichts Schöneres, weil Sonnenuntergänge ist halt auch meine Zeit. Sonnenaufgang ist... Was hat er gesagt? Otto.
Dings ist nicht so meine Zeit, Sonnenaufgänge. So, hier sind Kabinen, da gehen wir nicht lang, aber hier gehen wir lang. Bolgari, so, das ist, jeder Italiener weiß so, ach ja, Bolgari. Aber der Deutsche sagt natürlich, was ist denn jetzt gemeint? Interessanterweise haben wir auf den oberen Decks kein Buffet-Restaurant. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn wir uns so mit Schiffen beschäftigen normalerweise. Befinden sie sich oben. Hier ist es tatsächlich so, ja, dass wir die hier im unteren Bereich haben. Und darf ich da jetzt rein? Ja, hier ist ja eigentlich nur Ausgang. Aber ich habe jetzt bei der Probe war ich hier gar nicht drin, weil ich mich nicht reingetraut habe. Aber naja, für den Rundgang darf man mal rein hier. Ja, hier ist das Buffet-Restaurant mit Bedienung interessanterweise am Tresen. Das ist jetzt in Corona-Zeiten nicht so überraschend, aber das Interessante ist, man hat das bei Costa schon vor Corona eingeführt. Also das war schon, als ich im Februar 2020 hier auf der Costa Smeralda da war, da hat man das Ganze schon so gemacht. Ja, das erinnert so ein bisschen hier an Marktrestaurant, so bei AIDA, ne? Also muss man mal sagen, aber gut. Also die Verwandtschaft ist nicht immer auszuschließen und ja, Kaffeemaschine mit Karte zu bedienen, das erinnert auch an AIDA. So, jetzt kriege ich gleich Ärger, dass ich hier drin bin wahrscheinlich, aber ja. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist momentan gar nicht so richtig im Einsatz. Zumindest jetzt nicht auf der Reise. Ich werde mal sehen, wie es dann ist, wenn die Gäste an Bord sind. Oh Gott, jetzt werde ich eingekesselt von allen Seiten. Jetzt kommen sie und sagen sie, was machen sie hier? Aber kann ich sagen. Naja, gut. Also es ist ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, ja. Hallo. So, aber ich fasse ja nichts an. Insofern also schnell wieder raus. Hier kann man übrigens sehen, sehr schön umlaufendes Deck. Also wo man auch langlaufen kann, wo man Exit only. Aber warum ist da ein X? Das ist ja eigentlich unlogisch. Aber gut. So schnell raus. Ich fühle mich ja immer so ein bisschen, wenn ich denke, na, es ist halb verboten, fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl. Ne? Könnt ihr verstehen. Gucken wir mal raus. Machen wir gleich nochmal, dass wir rausgehen. was halt hier schön ist, dass man diese ganzen, dass man hier sich eben dann auch gut aufhalten kann mit dem Essen vom Buffet-Restaurant. Ne? Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und wenn wir mal vergleichen wieder mit Nova Costa, da hat man hier unten dann irgendwie Spa teilweise. Aber das war ja hier oben, wie ihr ja gesehen habt. Ne? So, also das ist alles. Das ist dann alles hier. Wir werden nachher gleich nochmal weiter da rausgehen, denn man kann auch ganz nach vorne gehen. So, jetzt wieder. Guck mal, ich bin ja auch dann sehr versiert hier im einhändigen Ummachen der Maske. Das Problem wäre, wenn die Maske zerreißt dabei. Da müsste ich den Rundgang, glaube ich, abbrechen, glaube ich. Aber so. Na komm, jetzt so. Also da drin sind die doch noch da am Rumwuseln. Aber was machen im Buffet-Restaurant? Was machen die denn da komisch? So, jetzt geht es langsam zum sogenannten Colosseo. Aber hier gibt es erstmal etwas, in Deutschland kennen wir nur das Kartellamt, hier gibt es das Kartellcafé. Das ist, also ich meine, ein Café ist schon mal sympathischer als ein Amt, finde ich. Ja, also das Ganze habe ich dann auch gelernt, denn wieder ich als Banause habe es dann wieder nicht gewusst, was ist eine Designmarke, Kartell. Ja, können wir gleich auch ein bisschen was angucken. Also hier ist das Colosseo. Also das, man nennt es nicht Theatrium hier, sondern Colosseo. Ist aber im Prinzip in jeder Hinsicht doch ähnlich. Ne? Warte mal, jetzt erst nochmal darüber. Ich habe hier immer das Gefühl, dass ich hier Sachen vergesse, weil dieses Schiff auch ganz schön breit ist. Und dann bin ich nur auf der einen Seite, war nicht auf der anderen Seite. Ach so, hier, wichtiger Punkt noch, kann ich Kreditkarte registrieren lassen. Wenn ich neben Nebenkosten oder was habe, dann ziehe ich die da durch. Also das nur am Rande. So, ja, wir hier wieder. Ich würde mal sagen Treppenhaus, aber wie heißt das denn, wenn da mehrere, hallo, wie wenn man dann sagen, wenn da mehrere Fahrstühle sind, ist das dann ein Fahrstuhlhaus? Nee, aber gut, wir werden es nicht mehr klären in diesem Rundgang. So, also ja, ach so, genau, da geht es auch wieder ins Buffet-Restaurant, genau. Ups, nicht, dass das Mikrofon mir runterfällt hier, Katzen so komisch. Habe ich jetzt das schon hier gut gezeigt, das Colosseo? Nee, habe ich nicht. Erstmal, so hier nochmal am Rande. Ach, das hat ja durchaus, finde ich, was hier so, ne? Diese hohen Räume, ich meine, da sind wir ja locker bei, ne, 8 Meter, 8 bis 10 Meter. Das hat ja irgendwo was. Hier sind gerade jetzt Proben im Colosseo. Es gibt nicht nur dieses Colosseo. Also, wer sich fragt, es gibt auch noch ein Theater, was wir auch noch sehen können. So, hier wird gerade geprobt.
Es ist doch halt sehr verwandt, ne? Mit Nova Cosma. Also, das Ganze hier. Und offenbar auch schon wieder mit einem Ensemble. Sogar eine Geigenspielerin haben wir hier. Guck. Oh. Ja, wow. So, hier. Also, Prove in Corso. Rehearsals in Progress. Also, das ist hier. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, Deck 8. So, jetzt mal ein bisschen fokussierter weiter. Man müsste sich unnötig hier in die Länge ziehen. Hier, Mensch, 59 Minuten fast schon. Also, gut. Also, Kaffee kann ich hier trinken. Es gibt keinen Illy-Kaffee mehr. Jetzt haben sie hier eine Marke, die kenne ich gar nicht. Die kennt halt eher der Italiener. Ich habe sie vergessen. Das ist keine jetzt, die man so kennt. Ja, guck mal hier. Also, es sieht alles sehr schick aus hier. Diese, ja. Wahrscheinlich ist das so, wo man denkt, na, das haben sie hier für einfacher Stuhl hier für 30 Euro von Domäne oder so. Nee, aber wahrscheinlich kostet sowas 500 Euro oder so. Wie ich so diese Designsachen kenne, da vertut man sich ja immer so ein bisschen. Ne? Achso, hier ist es dann auch das Kartellcafé. Nicht Kartellamt, sondern. Achso, und hier ist der Stuhl dann auch nochmal in einer anderen. Ach, wahrscheinlich ist der sogar in einer anderen Ausführung. Wahrscheinlich ist der sogar von Kartell. Man kann hier so ein bisschen da nämlich Dinge sehen. Und dann sieht man auch, was dann sowas kostet. Was ich sehr bemerkenswert finde, ach guck mal, diese Lampe habe ich aber schon mal gesehen, die ist ganz bekannt. 141,60 Euro kann man nicht zum Sonderpreis kaufen, sonst 177, wow. Nee, was wollte ich zeigen hier, diese Plastikteller, die sind hier auch teilweise im Restaurant im Einsatz, so als Platzteller. Und dann denkt man, was legen die da für billiges Ding hin, aber das ist dann doch ein bisschen was Besseres, muss man wirklich sagen. Und das ist vor allen Dingen was wirklich Italienisches, ja, aber was man halt nicht dann so als Deutscher nicht unbedingt kennt. Interessant gemacht hier, die. Gut, also Colosseo. Man hat natürlich die bauartbedingten Probleme, dass man, ich meine, guck mal, jetzt setzt man sich hier hin und denkt so, ja, also die Bühne kann ich jetzt nicht sehen, ne? Das ist so ein bisschen so, ja, in der Branche als das Theatriumsproblem bekannt. Also das hat eher natürlich immer so den Charakter von Stadtfest oder so, ne? Stadtfest. Also ne, man guckt mal so ein bisschen rein und so, aber das finde ich hat durchaus seinen Charme. Ach ja, guck mal, hier gibt es, was gibt es hier? Ach so, einfach nur so klar, only for display steht, da kann man auch nicht essen. Focaccia und dann so ähnlich wie, heißt gar nicht Muffins, irgendwie anders. Hello, buongiorno. Hier sagen die auch standardmäßig jetzt nicht Hello oder so, sondern es ist dann halt hier eher Buongiorno. Ne? Also auch die, auch wenn das natürlich alles keine Italiener sind. Aber Buongiorno ist dann hier so Standard, aber gut. Ach ja, da draußen hatte ich versprochen, gucken wir gleich nochmal weiter. Ich muss gleich ein Wasser trinken, oder? Aber das ist ja so ein bisschen gegen die Ehre, gegen meine Ehre, wenn ich in diesem Video hier eine Pause mache, oder? Hier kann ich mich dann immer informieren über das Schiff. Ciao, wie kann ich Ihnen helfen? Steht da auch, das Ganze geht auch in Deutsch. Nee, ich brauche ein Wasser gleich. Gleich machen wir erstmal. So, das Schiff. Wobei das Schiff, da muss ich keinen mehr informieren, der den Rundgang gesehen hat. Also insofern, das ist ja meine Konkurrenz hier. Was zeige ich das noch? So, das ist hier ein Coworking Space, könnte man fast sagen, aber so ist es nicht. Das ist hier, ich hätte gesagt, das ist die Pizzeria. Doch, ist die Pizzeria Pomidoro. Das war damals ein Riesenskandal, als Costa dazu übergegangen ist. Oh, bei uns kostet die Pizza Geld. Und ja, aber man hat halt auch dann damals sich so überlegt, so, oh nee, wir wollen aber auch die beste Pizza der Welt quasi oder die beste Pizza auf den Weltmeeren anbieten. Das ist meiner Einschätzung nach gelungen. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Preis mit Dessert 9 Euro, wenn man im Costa Club ist 6,75 Euro. Wie gesagt, Zahlen kann ich mir merken. Das Ganze, das sieht wirklich aus hier wie Coworking Space. Das sind hier wahrscheinlich so das Stuff hier aus Genua, die da im Office sitzen bei Costa. Und ja, die sagen, naja, was muss ich da im Büro sitzen? Wenn ich es auch im leeren Schiff könnte, ne? Hier nochmal raus, ja, guck mal, ach, ist das herrlich. Ah. Genau, so. Aber kein Wasser weit und breit, ne? Das Wasser. Das ist so wie, ja, hier erstmal, gucken wir erstmal weiter. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Hier ist das Lab. Das ist nicht nur eine Party-Location oder was in Berlin, sondern es ist eben auch hier eine Kochschule. Das Ganze ist zu Covid-Zeiten ein bisschen schwierig. Food Lab, nicht nur das Lab. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen kann ich mal reingucken. Also das, hallo,
Also so sieht das Ganze aus. Ja, hier würde man dann in normalen Zeiten, macht man dann Kochkurse oder so. Jetzt halt gerade schwierig. Freuen wir uns auf die Zeiten, wenn wir da wieder Kochkurse machen können. So, also gehen wir hier mal wieder rum, wieder an der Pizza vorbei. Die habe ich jetzt dieses Mal noch nicht essen können, aber es ist für mich jedes Mal definitiv ein Muss. Also diese, das ist einfach, ja, ist aber richtig gut. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die das wirklich zu schätzen wissen. Manche merken ja gar nicht, was sie da so essen. Die sagen dann ja auch, oh, die Ristorante von einem Bielefelder Tiefkühlkosthersteller ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Dann denke ich mir so, schade, ja. Aber gut, das ist nicht, jeder hat andere Fähigkeiten, ne? Wenn es nur die Fähigkeit ist jetzt, eine gute von einer schlechten Pizza zu erkennen, ist jetzt auch eine Fähigkeit, mit der kann man auch noch kein Geld verdienen. Ne? Da muss man schon irgendwie hier über ein Schiff rennen und dummes Zeug reden, dann kann man Geld damit verdienen. Na, ist ja kein dummes Zeug, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. So, Teppanyaki, das sind diese Tische, an denen man sitzt. Früher musste man das doch erklären, aber das gibt es ja mittlerweile auf ganz vielen Schiffen, das Ganze gegen Aufpreis auch. Und dann ist man immer so eine kleine Gruppe, wo dann ein eigener Koch etwas zubereitet. Ne? Ah ja, guck mal, hier habe ich, das mal ran zu zeigen, hier diese solche runden Konstruktionen. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ja, das ist halt das typisch italienisch hier. Ne? Dieser Stuhl, ist das nicht auch so ein ganz teurer Stuhl da, dieser transparente? Man wunderte, war ich nicht bei einem Airbnb oder was in Italien? Und da gab es, glaube ich, den Stuhl, aber nur als Nachbau oder so. Aber so, ja, hier gibt es dann irgendwie Ecken. Da kann man dann ganz gut mal sitzen. Ne? Also das ist schon alles im Großen und Ganzen sehr schön. Ah ja, guck mal, das Besondere ist, es haben hier aus Anlass dieses Rundgangs haben sogar die Shops geöffnet hier. Diamante, ja, keine Ahnung. Also 10 Leute dürfen maximal rein. Aber gut, dafür ist es sehr. Hallo? So. Also. So, jetzt kommen wir hier auf so einen Platz, der ganz schön ist. Denn hier ist dann einmal eine Eisdiele, wieder mit meinen transparenten Stühlen. Ich glaube, ich bestelle jetzt echt ein Wasser. Ich bin. Hallo. Can I have sparkling water, please? Ah, ja, ja. Thank you. Only sparkling water, genau. Thank you. So, also insofern, oh, jetzt ist schief wahrscheinlich. Jetzt kann ich mal kurz Platz nehmen. Das ist ja mal eine neue, bin ich jetzt überhaupt zu sehen? Wahrscheinlich. Das sind hier mal neue Varianten des Rundgangs, dass ich irgendwie Platz nehme und mir irgendwas bestelle. Diesen Platz finde ich ganz gut. Also wir sind jetzt hier, sage ich gleich nochmal im Detail. Eigentlich hätte ich gleich ein doppeltes Wasser bestellen müssen. Oh. Oder gar kein Sparkling Water. Ne? Wenn man sprechen muss, ist das auch nur so mitteloptimal. Oder kommt es schon? So habe ich mir das vorgestellt. Das wäre ja was gewesen, wenn ich jetzt hier 10 Minuten oder so gewartet hätte. Thank you very much. Ja. So. Amarillo. Kann man irgendwie singen? Is this the way to Amarillo? Wer hätte damals gedacht, dass es eine Eisdiele ist? Aber Eis gegen Aufpreis, oh, das tut gut. Es gibt auch Malaga. Ich muss unbedingt noch Malaga essen, aber wir waren heute Mittag, ich zeige gleich, wo wir heute Mittag waren. Also das ist wieder, guck mal, haben 20.000 Leute irgendwann gesehen, wie ich ein Glas Wasser trinke. Dann kann man sagen, was gucken sich die Leute auf YouTube an, ja, aber man könnte natürlich auch mal schneiden, aber das ist ja, der Witz ist ja, dass es nicht geschnitten ist, ne, oder? Also und ich meine heute mit Spa sogar. So, jetzt aber schnell weiter. Oh. Mir hören ja die ganzen Zuschauer auf hier, das geht ja nicht. Oh. So. Oh. Ja, wobei jetzt, naja. Anfängerfehler, muss ich aufstoßen. Also hier, Amarillo, das ist so, thank you. Das ist so, ja, Eis unter diesen, das ist natürlich sehr schick, ne? Ja, und hier gibt es dann die guten Sorten. Ich wollte gerade sagen 2,50 Euro, aber da steht nur 2,50 Euro für 5 Masken. Heute verkaufen wir wahrscheinlich mehr Masken als Eis, aber ja, das sieht sehr gut aus. Kuchen gibt es auch, Torta Paradiso. Also ich muss auf jeden Fall noch probieren. Crepe wird auch gemacht und es gibt eine Sahnemaschine. Ich war ja 5 Wochen in Kapstadt, da wird keine Sahne gegessen, zu meinem Leidwesen. Also so, na, hier gehen wir nicht, ach doch, hier gehen wir lang. Ferrari. Kooperation hier mit dem Hersteller hier von Schaumweingetränken.
Ja, wahrscheinlich ist da das Management hier gerade am Start. Das sieht hier alles sehr important aus. So, mal gucken, ob wir hier reingehen können. Wie heißt es denn eigentlich? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist hier bei diesem italienischen Archipelago. Das Archipelago ist ein Aufpreisrestaurant und man hat hier Menüs von drei Spitzenköchen aus dem Mittelmeerraum. Bruno Barbieri, der Herr in der Mitte, schon bekannt bei Costa, weil er auch im Hauptrestaurant schon mal ein Menü kreiert hat. Angel Leon, würde ich sagen, heißt der rechts. Das ist ein Spanier, der macht sowas. Das hatte ich so mit Plankton. Und wer jetzt denkt, da links ist Helene Fischer, nee, es ist Helene Daros oder so ähnlich. Daros, Darotze, Darotze, nee, Daros, keine Ahnung. So, mit Plankton, Aufpreis 49 Euro für ein Menü. Achso, guck mal, jetzt drehen die hier gerade. Meine Kollegen sind am Start, ne, die sind hier mit richtig großem Equipment. Also hier kann man dann sitzen. Auch zum Mittagessen sind wir hier gewesen. Ich glaube, das war aber nur außerplanmäßig, aber haben sie das trotzdem hier abgedunkelt, weil man da hier so ein bisschen so, ja, diese gediegene Atmosphäre hier wollte. Ne? Ja, und das Ganze, die ganze Überlegung ist, ja, dass es so ein bisschen nachhaltiger ist, das ganze Essen hier. Und ja, das ist durchaus gelungen. So, guck mal, das ist hier, so sieht das aus, wenn man das richtig macht hier. Nicht nur mit so einem Smartphone hier einfach durch die Gegend laufen, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn es reicht. Ach so, habe ich hier noch gar nicht hier meine tollen, ich liebe ja diese Handwaschautomaten, ne? Warte mal, kann ich das mal gerade, ich muss mal gut, das hier vor, die, zwischen die Beine nehmen, geht das ja genau so. Einmal die Hände hier waschen. Na, oh. Also, ich meine, das, hört das auch mal auf wieder? Hallo? Normalerweise ist es irgendwann vorbei. Oh, jetzt wird's warm. Jetzt wird's warm. Aber irgendwas stimmt da. Ach doch, jetzt. Vielleicht haben sie es jetzt in Corona-Zeiten, hat man vielleicht den Betrieb ein bisschen verlängert. Das will ich wirklich nicht ausschließen, weil sonst ging das nicht so lange. Aber das finde ich, diese Maschine, ich liebe das. Habe ich zuerst gesehen, mal bei Carnival Cruise Line, ja. So, also hier nochmal der Platz. Ach so, ja, hier werden wir direkt nach Italien gebeamt. Ist es denn wenigstens Rom oder wo ist das? Wobei, wenn da Costa ist, gibt es da nicht Genua? Nee, ich weiß es nicht. Gut, wer keine Ahnung hat, öfter mal nichts sagen. Das hier ist das Bella Vista Restaurant, bekannt von AIDA, hat damit aber nichts zu tun. Bella Vista ist das Restaurant für Suitengäste. Frühstück, Mittag, Abendessen kann man hier zu sich nehmen. Und ja, das Ganze ist hier. Bella Vista. Wenn noch Platz ist, kann man sich hier aber auch einbuchen. Und Suitengast bedeutet, hallo, Suitengast bedeutet auch, man hat eigentlich auch ein Getränkepaket und dann hat man die Getränke inklusive. So, hier habe ich jetzt alles erklärt. Ne? Hier ist noch eine Sportsbar. Der Italiener liebt ja, was liebt der? Fußball, glaube ich, ne? Oder Formel 1 oder alles Mögliche. Das kann dann hier geguckt werden, da auf Bildschirmen. So, dann kann ich hier sitzen. So, ja, ist doch ganz gut. Hier sind dann irgendwelche, sind wohl Sportler. Wer ist das? Maradona? Nee, ich habe ich bin da echt eine Niete, was das angeht. Ich bin da echt keine Ahnung. Also, ach guck mal, hier steht es auch. Man soll hier 20 Sekunden die Hände waschen. Deswegen war das wahrscheinlich in dem Apparat gerade so lange. Deswegen länger, als ich kenne. Ja. Aber ist eigentlich ganz nett. Also, ja, ich freue mich schon auf das Eis, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt drauf. Denn alles Süße hier bei Costa ist immer eigentlich richtig gut. So, jetzt gehen wir hier mal lang über den Infinity Walk. Nicht nur Infinity Pool, sondern Infinity Walk. So, push the button. So, da. Also, man kann hier nämlich auch mal ganz nach vorne gehen. Und das, ja, vergleichsweise tief geht so, ne? Aber ja, einigermaßen tief. Also nicht ganz oben, also ganz oben sind wir gestartet. Guck mal, hier habe ich die Möglichkeit zu sitzen. Also es ist schon so, ne, dass man sagen kann, es gibt genug. Oder genug, das ist immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil im Grunde müsste man es dann in Vollauslastung sehen. Aber man hat zumindest viele Gelegenheiten, hier irgendwie nett zu sitzen. So, das ist jetzt der Moment, wo ich mir ärgere, dass ich den Rundgang mache, weil ich glaube, das sieht gerade ganz nett aus. Das könnte man schön eigentlich bei Instagram posten, aber jetzt mache ich ja den Rundgang, jetzt kann ich nichts bei Instagram posten. Also, wenn ihr noch nicht dabei seid, Matthias Mohr auf Instagram, 31.000, nicht ganz so viele Follower wie auf YouTube, aber ist schon ganz gut eigentlich. Ne?
Gut. Ach, ist das herrlich. Also wirklich herrlich. Aber das ist natürlich auch so, ich habe ja früher, vor dieser Reise meine ich, nicht früher, also ein paar Tage vor der Reise, den Wetterbericht geprüft und dann so festgestellt, so, nee, es kann auch mal wolkig sein oder auch mal Schauer geben oder so. Also dass es nun so ist wie heute, ist es eigentlich quasi wie bestellt. Ja, dieser Blick, den man jetzt hier so hat, ja, weiß nicht so genau, das ist schon okay. Ja, doch. Also es wäre jetzt hier vermessen, wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt nicht so doll. Jetzt hat jemand gesehen davon da oben, dass ich hier raufgestiegen bin. Das geht natürlich nicht. Aber so, da oben die Brücke. Also einmal da mal hin. So. Nein, herrlich, herrlich, herrlich. Schöner geht's nicht. Ich hoffe, dass ich mir dieses Mal das Schiff ein bisschen besser merke, hier nach den 5 Nächten, weil wie gesagt, da von dieser einen Woche ist nicht so viel übrig geblieben. So, wenn einem jetzt hier was runterfallen sollte, hier der Hausschlüssel, oder das wäre natürlich ungünstig, wenn der da so durch und dann, wobei ich will es gar nicht versuchen, nicht, dass die Kamera da gleich stecken bleibt und dann hat dieser Rundgang ein rapides Ende gefunden. Das wäre ja gar nicht so unwitzig vielleicht, aber das Problem ist, das Handy mit der Aufnahme ist ja dann nicht mehr da. Also von daher schnell weg. So, gehen wir mal wieder rein. Also jetzt hätte ich hier natürlich mal kurz Maskenpause machen können, aber naja, gibt Schlimmeres. So, also hier wieder zurück. Achso, man hat jetzt hier auch genau den einen oder anderen, oh, der ist leer, das ist der Vorführeffekt. Den einen oder anderen Spender natürlich aufgebaut. So, ich könnte jetzt hier wieder weitergehen und komme dann irgendwann auf Deck 7 an. Da sind wir dann gleich. So, Tür wieder rein. Und dann auf dem Weg ins Treppenhaus. Aber vorher kaufe ich mir noch einen neuen Rucksack hier oder was, neue Tasche. Ja, was kostet denn sowas? Steht das da dran? Made in China, Cruise Club. Ja, das ist irgendwie so eine Marke, die so die Sachen für den Kreuzfahrtschiffverkauf herstellen. Cruise Club. Ja, die wahrscheinlich Erkenntnisse haben, was gefragt ist bei Urlaubern oder was nicht. Ja, ich bin ja, was den Einkauf auf Kreuzfahrtschiffen angeht, ein ganz schlechter Gast. Ne? Also, ganz schlechter Gast. Also, gefühlt kaufe ich nie was, aber na gut, so. So, hier sind wir wieder bei dem Food Lab, aber es geht gerade nicht anders, denn wir wollen jetzt ja diesmal wirklich ins Treppenhaus, nicht in diese Ansammlung von Fahrstühlen, von denen ich noch nicht weiß, wie es heißt. So, also wieder, guck mal, das gab es auch noch nicht, dass ich hier das Gleiche nochmal ablaufe, aber da müssen wir lang. Ach, wobei, es gab ja alles schon in diesem Rundgang, oder? Ich glaube, wie viel haben wir schon, 70 Rundgänge oder was? Das ist ja doch das eine oder andere. So. Also jetzt, ja, es ist alles so ein bisschen von der Gestaltung her abwechslungsreich, würde ich sagen. Bolgheri heißt das hier, was auch immer jetzt das wieder heißt, aber Bolgheri. Vielleicht ist es auch nur ein Ort oder so. Jeder Italiener sagt, na klar, aber der Deutsche sagt so Bulgari, heißt das nicht Bulgari oder so, aber ja, so schwierig. Jetzt hier wieder runter. Dann können wir, glaube ich, jetzt einen Blick mal werfen in das, hier ist doch das Theater, das habe ich schon mal gehört. Montepulciano, das kennt man. Also das kenne auch ich. Mann ist ja nicht gleich ich, ne? So, jetzt geht es hier ins Theater. Ist hier immer noch Private Function? Nee, also heute geht es, also es ist hier heute wie bestellt, als ob sie hier alles hier für mich gemacht haben. Vorhin war hier nämlich irgendeine wichtige Sitzung. Da haben sie irgendwie was weiß ich, Vertriebsmeeting oder sonst was. Ja, es ist grundsätzlich jetzt so, von der Größe und so weiter, das ist nicht so ganz riesig, ist das hier in dieser Schiffsklasse nicht. Denn wer sich erinnert, das ist so ein bisschen so, ich vermute, dass jetzt so an dieser Stelle müsste bei AIDA hier das Studio X sein. Und das ist so ein bisschen Studio X mit ein bisschen was noch drumherum so. Aber so richtig riesig ist es nicht. Warte mal, was war jetzt der Plan? Ich bin auf 7, ja, gerade ein bisschen irritiert, wo ich lang muss. Ich bin auf 7 und der Rundgang endet auf 6. Also vielleicht gehen wir nachher nochmal nach unten zum Ende. Aber ja, also das ist ein Theater. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch hier nur die zweite Location. Dadurch, dass ich ja auch das Colosseo habe. Insofern, ja, ist es eigentlich dann okay, ne?
Und das ist eigentlich auch ein Trend, den man sieht auf so Schiffen, auf Riesenschiffen, zum Beispiel bei MSC, dass da das Theater vergleichsweise klein ist. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt für die Hälfte der Gäste da passt, sondern vielleicht nur noch für ein Sechstel oder so. So, willkommen in der Shoppingwelt hier. Hallo. Ciao. North Sales Polo Ralph Lauren. Das wäre mal was für mich hier. Meine Lieblingsfarbe. So, ah ja, Carrara Jewels. Aber es ist natürlich hier kaum 100 Leute an Bord. Also wir arbeiten mehr in den Shops hier. Gut. So, wir sind im Rezeptionsbereich. Der ist, ja, hier traditionell, also traditionell im Sinne von auf der Smeralda ist es auch so, der ist ein wenig lebendiger. Also könnte man so sagen. Das erinnert so ein bisschen an den Teppichboden auf der Mein Schiff 4, der so unglaublich unruhig ist und so. Und Mein Schiff 3 und 4, glaube ich, da im Atlantik, Mediterran ist es, glaube ich. Ne? Also da ist hier der ganze Bereich ist eigentlich so, aber guck mal, Rezeption wird immer kleiner. Nur noch so ein bisschen hier. Kleines Rezeption. Das ist ja keine Rezeption mehr, sondern ein Rezeptionchen, würde ich mal nennen. Aber die Überlegung ist halt, dass die Leute anrufen. Ach so, man soll hier sich normalerweise so mal eine Nummer ziehen. Ne? Da müssen hier gar nicht alle anstehen. Ja? Aber es ist so ein bisschen so, naja, von der Gestaltung her ist es wieder so ein Durcheinander. Also das war halt auf der Smeralda, war es halt auch schon so. Ne? Aber gut, es ist so. Es ist so. Also auf der anderen Seite, das kann man jetzt natürlich so feststellen, es macht jetzt den Urlaub ja nicht schlechter. Ah, guck mal hier. Frische, was ist das, Mandarinen oder was? Ja, ne. Gut, ein Mandarinenbaum. So, was haben wir hier noch? Irgendwelche italienischen Dinge hier. Ach, das sind Sachen aus den Shops, genau. So, das ist alles. So, hier wird noch geputzt. Jawohl. Ah, irgendeiner von euch hatte mich gebeten, ein Schiffsmodell mitzubringen. Dem muss ich noch antworten auf Instagram. Sowas funktioniert halt am Ende immer nur im Ausnahmefall, wenn zum Beispiel noch Platz im Koffer ist oder so. Hallo, wenn noch Platz im Koffer ist oder so, dann kann man es mitnehmen, aber man kann natürlich mal gucken, was es kostet. Aber es kostet 49,99, ja. Also im Ausnahmefall geht das schon mal. Aber der Punkt ist dann, wenn irgendwann 100 Leute, ich werde ihm schreiben, dass ich es vielleicht mache. Wenn jetzt 100 Leute schreiben, bring mir ein Schiffsmodell mit, dann ist erstmal die Kreditkarte, glaube ich, überzogen. Wobei bei 50 Euro könnte gerade noch hinhauen. Aber es ist vor allem so, dass der Koffer da nicht mitmacht. Also in Einzelfällen geht das. So, hier ist eine Bar. Hier habe ich vorhin schon einen Kaffee getrunken. Ah ja, ich sehe schon hier Jägermeister. Aber ich bin ja nicht mehr so die süße Dinge mit süßen Dingen. Also mir fällt es ja immer nur auf, weil ich daherkomme aus Wolfenbüttel, wo der Jägermeister herkommt. Aber ich bin eher so Team. Ich wäre eher so Team, da ist es Team. Also wenn man so ein Team Fernet, da sieht man da. Da ist der Fernet. Das geht schon mal, so ein Fernet. Aber eigentlich ist es ja besser ohne. Hier ist noch interessante Automaten. Wer nun immer sagt, so, nur Bares ist Wahres, der bringt dann hier sein Bargeld mit, zahlt das ein und kann es dann an Bord benutzen. Ja. Ja. Das ist hier also der Rezeptionsbereich gewesen. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Rundgang jetzt eigentlich länger wird als bei der Costa Smeralda. Hallo. Schauen wir mal. Bin ich jetzt eigentlich richtig? Ich bin auf 7. Ich habe gerade das Gefühl, oh nein, ich bin falsch. Ich wollte 7, glaube ich, erst später machen, glaube ich. Oder? Egal. Naja. So, Parfum. Ja, Shops ist wirklich einiges hier vorhanden. Mehr Plätze für Shops als Theaterfläche. Aber ich glaube, ich bin echt falsch gegangen, aber macht nichts. Ja gut, hier sind überall noch hier die, jetzt ist die Kamera hier altes schwach geworden. So, hier sind überall noch diese X'e, die dann bald verschwinden werden. Aber hier, das ist so die Art und Weise, wie das hier so gemacht ist. Mit dem Glas und so hier, ne? Das kennen wir hier vom Theatrium. Ach, ich erinnere mich noch, was ich beim letzten Mal bemängelt hatte, das Colosseo, dass die so breit waren und so viel Sicht weggenommen haben, ist hier auch so. Leider, ist auch so. Weil das ist natürlich so, du hast natürlich auf der einen Seite
du hast halt auf der einen Seite so diese Säule, das kann man da unten sehen, Säule. Und dann hat man halt künstlich da sowas drumherum gemacht. Also man hat das dann auch noch, damit es halt nach Colosseo aussieht, aber das nimmt halt leider Platz weg. Das ist ein bisschen doof, ne? Aber gut, hat keiner meinen Rundgang gesehen beim letzten Mal, wo ich das erwähnt habe. Wobei, da war es wahrscheinlich zu spät. Dann war Corona, als der Rundgang online kam. Und dann hatte man eh andere Probleme als da nun die Säulen. Aber das ist schon ein bisschen, die sind halt schon sehr mächtig. Und da das meiste halt Dekoration ist, meiner Ansicht nach, wäre es eh unnötig. Wobei da auch so Bildschirme, achso, das kann man jetzt auch nochmal zeigen. Das muss ich auch nochmal zeigen. Da sind ja so Bildschirme drauf, ne? Kann man das, warte mal. Kann man das sehen hier? Ups. Ja, das sind so Displays. Kann man sehen? Ja, Displays sind da so integriert. Also, oder wenn man da mal hinspringt, warte mal. Da, ja. Aber gut, irgendwas ist immer, ne? Gut. Aber ist doch schön hier. Endlich wieder Ensemble. Da weiß man, alles wird gut, wenn die Ensembles wieder da sind. So, wir schauen mal. Kaffee könnte ich auch bald mal wieder trinken. Also Zeit, dass ich nicht mehr allzu lange mache. Achso, hier ist Sushino. Hier kann man Sushi essen. Hallo. Ja, ich halte immer nicht so gerne direkt so auf das Personal, weil das ist immer so ein bisschen eher so am Rande lieber. Ne? Ach, guck mal, da kann man das Sushi sehen hier. Gucken wir mal hier. So, ich soll ja auch ein bisschen... Sollen ja mir nicht so ausgeliefert sein. Also mal gucken, auch so ein bisschen näher noch hier. Aha. Und? Na, sieht gut aus. Ja. Wobei, ich war jetzt, wie gesagt, 5 Wochen in Kapstadt. Da ging Sushi-mäßig auch einiges. Das war richtig gut da. Habe ich jetzt Sushi gesagt? Ich soll ja Sushi. Achso, guck mal, hier sind wieder die Profis. Da sind dann gleich 5 Leute. 4 stehen rum, einer macht die Arbeit. Ist natürlich bei mir wieder anders, aber Campari. So, das ist halt für Marketing da. Campari, wie gesagt, italienische Marken. Aber ich sag's nochmal hier, die Säulen nehmen den Platz weg. Ja, gut. I can't get no sleep. Nee, was ist das? I can't get no sleep ist was anderes. Wie gesagt, Musikrepertoirekenntnisse werden immer schlechter. Chrono Watches. So, hier sind wir jetzt. Ja, Uhren. Dann da nochmal am Rand nochmal gucken. So, ob eigentlich irgendwann mal der Moment eingetreten ist, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Na, das ist, glaube ich, während des Rundgangs noch nicht passiert, aber wobei so langsam, so nach 1,5 Stunden, wobei so ganz viel haben wir noch nicht, aber da ist dann langsam so ein Punkt erreicht, wo man denkt, was soll ich jetzt noch erzählen? Aber wer weiß. So, lassen wir uns überraschen. Wie heißt das denn jetzt hier? Bar im Zweifel. Das ist dann immer so bei dem Kompaktrundgang ist man so ein bisschen dämlich, wo man dann sagt so, hallo, wo man dann sagt, das ist die eine Bar, das ist die andere Bar. Denkt so, ja, super Erkenntnis, aber ist ja vielleicht interessant. So, Casino Gran Ducato. Gran Ducato ist die große Dukate oder so. Gran Ducato, große Münze oder was würde ich sagen. Ach, das war dann hier, da steht es. Bar Gran Ducato. So, wollen wir hier gucken. Ja, hier ist natürlich, wobei hier könnten sie natürlich aufmachen, weil wir sind ja auf See, aber bei den paar Gästen haben sie gedacht, lohnt sich das nicht. Gran Ducato, Cassiere heißt das da wahrscheinlich, die Kasse, oder? Cassiere, jawohl. So, wo ist Münzschieber suche ich doch immer. Ne, hier gibt es nur irgendwelche anderen komischen Dinge, aber hier noch keine Preise aufgefüllt. Der Reederei geht es nicht gut, die haben den Lieferanten nicht bezahlt. Nein, Quatsch. Ist ja doch erstaunlich, also es ist ja Costa, ist ja Teil der Carnival Corporation, auch in der Corona-Pandemie, wie viel Geld die noch aufgetrieben haben auf dem Kapitalmarkt. Also sicher nicht hier im Casino, aber generell, ja. Wobei, so erstaunlich ist es nicht, weil man halt das Kreuzfahrt-Business ist ja nun lange sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Von daher gibt es da halt immer noch Leute, die sagen dann so, ach, naja, da investieren wir, irgendwann läuft es wieder. So, hier jetzt hier aber der Münzschieber. So, hier, aber er schiebt gar nicht. Das ist ja langweilig so ein bisschen, oder? Ein Münzschieber, der nicht schiebt. Gut. Ich habe ja immer schon mal so ein Experiment gemacht, ne? Was kommt raus, wenn man 50 Euro reingibt? Waren, glaube ich, immer noch 35 Euro oder so, wenn ich mich erinnere. So, hier erinnert das so ein bisschen an so einen italienischen Ferienort, Lido di Jesolo oder so.
ja, Luna Park oder so. Hier kann man dann irgendwelche Dinge machen. Was machen die, wenn das hier mal verschwindet? Aber gut, hier RFX, okay. Ja, interessant, interessant. Haus. Oh, das wäre auch nochmal was hier. Das wäre was für mich hier, wo ich ja sowas gar nicht kann hier. Oder kann man die, ist das, sind die auf Freeplay gestellt jetzt hier? Nee, Basketball. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht hier vor, das wäre ja peinlich. Hallo. So, mal Leute, die freundlich grüßen. Ach so, habe ich jetzt hier ein Restaurant schon vergessen? Nee, ach nee, hier ist doch dieses, ist hier jetzt dieses Heineken-Ding da? Nee, hier ist noch ein Shop. Aber Stichwort Ware wurde nicht bezahlt, aber hier ist Pop-Up-Store, könnte man sagen. Also steht noch zur Vermietung, hat sich noch keiner gefunden hier. Wobei, hier wird eingerichtet hier. Hier. Ach so, ja, hier, ach ja, hier ist, glaube ich, die, ist das jetzt hier die deutsche? Ach, jetzt sind die da gerade dabei, das ist ja ungünstig. Ach. Ja, haben die nicht gewusst, dass ich komme. Ich versuche mich mal von hinten ran zu schleichen, weil ich das nämlich eigentlich auch gerne zeigen wollte. Das ist so eine Kooperation mit Heineken, mit dem Bierbrauer. Und das ist eine Mischung aus Steakhouse, komme ich jetzt hier überhaupt lang? Eine Mischung aus Steakhouse und Bierbar sozusagen. Das Ganze ist dann mittags und abends ist es Steakhouse, ansonsten ist es Bierbar. Meine Güte, jetzt habe ich ja hier einen langen Weg hier zurückzulegen. Also an Schritten, glaube ich, mangelt es heute nicht. An Schritten mangelt es heute nicht, die ich hier heute zusammenbekomme. Vor allem, ich bin ja hier Teil einer Pressegruppe an Bord. Da habe ich dann schon gefragt, habt ihr das gesehen? Da stellte sich raus, die anderen waren auch noch gar nicht überall. Also man muss sich auch wirklich bemühen. Mist, da ist die Tür zu. Man muss sich auch wirklich bemühen, dass man dann alles gesehen hat. Aber naja, wobei eine geschlossene Tür, Club und Bistro, soll mich ja noch nicht abschrecken. Was ist denn, wenn man da... Wobei, das sind immer diese Türen, wenn man die einmal antippt, dann... Oh. Ja, kann man einmal kurz zeigen hier. So, also hier ist so ein bisschen... Ist auch wieder Coworking Space, überall sitzen hier Leute. Aber ja, hier ist das Ganze dann so. Und was kann, oh, guck mal hier, ein T-Bone Steak, wird da Werbung gemacht hier. 1,2 Kilo für 36 Euro. Das wäre ja der Albtraum für mich, wo ich nicht mehr so viel Fleisch esse. So, ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt eigentlich ganz vorne waren, aber waren wir. Wenn hier Alzheimer einsetzt, hier, na gut, da hinten sollen die da ihre Sitzung machen, aber das ist alles diese Heineken-Bar. So, wir gehen wieder raus, wenn es denn geht. So, na bitte. Gut, also die 10.000 Schritte dürften voll sein. Das haben wir ja alles schon gesehen. Ja, das ist immer so ein bisschen hier, ne? Mit Maske innen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil ich denke, naja, wenn der Rundgang jetzt 20 Jahre geguckt wird, dann fragen die sich, was trägt da deine Maske? Aber dann kann man sagen, mein Lieber, das war damals 2022 so, dass die Welt noch in einer Pandemie war und man hat eine Maske getragen in der Hoffnung, dass man sich nicht oder andere nicht ansteckt. So, eigentlich einfach erklärt, aber es ist natürlich so, gerade wenn man so Videos macht, denkt man, da sieht ein bisschen blöd aus, aber gut. Aber als ob mich das jemals gestört hätte, wenn etwas blöd aussieht. Ne? Das ist ja, so ist ja nicht. So, wir wollen wieder umschwenken. Also wie gesagt, viele Grüße nochmal. Captain Jan, mein Schiff 4, der hat das letztlich einfach so mit einer Kamera. Und ich denke, Mensch, es war nicht so schlecht, das Ganze. Also auch technisch, also inhaltlich hat es sich auch gut gemacht. Aber der kann ja auch reden, ne? Der Junge. So. Weil das ist despektierlich, zum Kapitän zu sagen, der Junge, aber gut. So, jetzt wieder. Ach ja, hier sind wir jetzt. Langsam bin ich echt so ein bisschen, kann ich kaum noch laufen hier. Ja, wie viele Schritte habe ich denn hier heute schon? Warte mal, wollen wir gerade mal gucken hier, kann man sehen. Was? 9.676 erst. Na, das ist noch nicht so viel, das geht ja noch. Osteria Il Veneto. Das ist auch ein Restaurant, ja, ach was, weil Restaurants haben wir noch gar nicht so viele gesehen. Aber da tut sich jetzt auf 7, hier 6 und 5 gleich noch was. Ja, das sind so Stationen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich erinnere mich,
auf dem Äquivalent auf der Costa, in dem Äquivalent auf Costa Smeralda. Da gab es dann mittags so Tapas-Teller und irgendwie sowas. Das war irgendwie alles sehr nett. Also wirklich, was es jetzt hier genau gibt, also die scheinen dann hier, da sehe ich ja die Hauben, ne? Also das heißt, die richten hier wahrscheinlich irgendwie, also wahrscheinlich ist das Konzept, dass sie hier vor Ort immer in dem Restaurant selber irgendwas anrichten, was sie dann irgendwie mit Bedienung an den Tisch bringen oder so, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt hier draußen. Ah. Hallo, Maske ab. Ich bin gerade erschrocken, weil ich diesen Ausstoß gerade, das hat sich gerade voll, der Barkeeper voll erschrocken, so nach dem Motto, was wäre er denn hier, aber... Also hier sieht es komplett anders aus. Ich muss echt langsam, müsste mich echt mal hinsetzen hier. Oh, alter Mann, ey. Ach so, guck mal jetzt. Da oben sind wir schon gewesen. Da haben wir die, da sieht man, die Scheiben wurden gerade geputzt. Da der Walk. Ach guck mal, da geht jemand lang. Das ist ja mal hier von unten gezeigt. Huch, da ist jemand hochgestiegen. Aber gut, wahrscheinlich für Instagram. Sieht witzig aus von hier, ne? Ja. So, und wieder zurück. So, ja, hier also eine Bar. Also wie gerne würde ich jetzt hier sitzen bleiben? Aber wobei, nicht mal 10.000 Schritte. Es ist so ein bisschen, seit ich mir ja, der ein oder andere hat es auf Instagram verfolgt, ich hatte mir ja den rechten Fuß gebrochen bei einer Fahrt mit einem E-Scooter, wo mir ein Auto die Vorfahrt genommen hat. Ich war nicht schuld. Und seitdem bin ich noch so ein bisschen, ja, so ganz perfekt ist noch nicht wieder, aber ist schon eigentlich ganz gut wieder. Also ich humple ja nicht oder so. Ja, nochmal hier das Ensemble aus Sonne und Wolken. Aber es ist schon ein Riesending hier, ne? Wahnsinn. 1 Milliarde ungefähr. Euro, Dollar, keine Ahnung, eins von beiden. 1 Milliarde. Aber gut, das ist halt dann was, was man 20 Jahre nutzt. Konnte man ja nicht ahnen, dass es erstmal nur mit angezogener Handbremse geht. Ugh, so, hier mal. Ach so, ja, das ist ja auch hier Infinity Whirlpool. Aber relativ hoch gelegen. Man muss hier also erstmal 1,50 Meter oder was hochklettern. Na, nicht ganz. Nee, was ist das? 1 Meter oder was? So. Hier kann man auch sitzen. Also das stelle ich mir hier schon einen ganz schönen Ort vor. Wenn schönes Wetter ist oder so, muss ich sagen, ist das alles recht schön. Da hinten können wir jetzt auch nochmal lang gehen. Ja, im Moment, wie gesagt, noch jeder zweite Platz nur, mehr oder weniger. XXX. Ah, so. Ach, guck mal, auch eine interessante Skulptur hier. Mhm. Ja, aber farblich ist so, dass der Italiener wahrscheinlich sagt, was würde ein Italiener sagen, wenn es ihm besonders gut gefällt? Bueno oder so. Ist das, ich weiß immer nicht, ist es ein Italienisch oder Spanisch? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Keine Ahnung. So, wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat, dann lieber nichts sagen. Ja, so, das ist im Prinzip hier dann ähnlich, wieder wie auf... entsprechenden AIDAs, dann da nämlich mit der Treppe, ne? Wo es dann darauf geht. Komme ich da auch irgendwo rein? Ja, ich glaube, da geht es wieder rein. So. Also wirklich, jetzt haben wir den Tatort schon wieder geschlagen von der Länge hier. 1 Stunde 36 schon. So, reinspaziert. Ja, na toll. Das heißt wohl auch kein Durchgang für Herrn Moore. Ach, das ist ja lästig. Das ist, also wenn selbst hier die, so ja, da hoch, da geht, das ist ja nichts. Nee. Ach, ich könnte ja mal versuchen, mal gucken, wo es da hingeht. Warte mal, wenn wir einfach mal gucken. Ach, hat keiner gesehen, komm. Maske wieder auf. So. Siehste, als wäre nichts gewesen. So. Also wieder, achso, ne, hier bin ich gar nicht richtig, glaube ich, ne. Wir sind jetzt auf 7, gleich noch im Detail 6, aber vorher auf 5. Weil auf 5 befindet sich nur ein einziges Restaurant. Das ist dann da wieder an der Stelle, es bietet sich leider wieder der Vergleich an, wo das Marktrestaurant ist, auf Costa und Nova. Aber um nochmal zu sagen, nein, wir sind hier bei einem Schiff von Costa Crociere. Nicht. Es wäre auch mal interessant, es gibt ja auch bauähnliche Schiffe von P&O. Das ist ja die Marke im Carnival-Konzern für Großbritannien. Und es gibt auch Schiffe von Carnival Cruise Line. Da ist dann draußen so eine Achterbahn und so dran. Das wäre auch mal interessant, das Ganze zu sehen. Aber
Das ist jetzt gerade ja, in diesen Zeiten, wo diese Schiffe kamen, waren ja nun nicht so die besten Zeiten. Und wie gesagt, also von daher. So. Es ist halt so, diese Namen sind immer nicht ganz so leicht zu merken. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Montalcino heißt das Deck. Und dieses Restaurant, auch wieder mit Bedienung, L'Olivetto im Reisepreis enthalten, ganz klar. Also nicht Mark-Restaurant, sondern L'Olivetto. So, das Ganze ist hier. Grundsätzlich gibt es auch Restaurants morgens mit Bedienung, mittags und abends natürlich. Teilweise ist es aber so, dass man dann hier so Formen der Hybrid-Restaurants eingeführt hat. Also die haben dann hier auch so Buffetbereiche, ne? Und beziehungsweise diese Hauben. Na doch, hier wird selbst, also in normalen Zeiten, bin jetzt gar nicht sicher, wie es aktuell ist, aber das ist schon eigentlich, ich meine, jetzt stehen da die ganzen Kinderstühle, aber das ist schon eigentlich für Selbstbedienung, Wortfindungsstörung hier konzipiert. So, ne? Im Moment nur QR-Code, da gibt es dann das Menü. Bin ich ja nicht so der Fan von. Also trotz allem, ich liebe Digitales, aber ich ziehe dann doch immer noch so die klassische Speisekarte vor. So, ein bisschen Farbe gibt es doch. Jetzt wollen wir nochmal hier hinten rausgucken. L'Olivetto. Oh, L'Olivetto, L'Olivetto. Ja, also dann hier schöne Fensterplätze. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier schon die Endausstattung ist oder ob da auch nochmal Tischwäsche raufkommt. Das ist ja so ein bisschen der Trend, dass man da zunehmend drauf verzichtet. Ich meine, gut, das, man kann aus Umweltgründen kann man sagen, ist eine gute Idee. Es ist natürlich aus Stilgründen, denkt man, oder natürlich nicht aus Umweltgründen, das macht es natürlich auch wesentlich einfacher für die Reedereien, weil man es nicht waschen, nicht bügeln muss. So, ne? Ja, also von daher, gut. Also dann mal wieder raus. So, ich will nicht sagen, dass ich schon wieder Durst habe, aber es ist ja bald. Wir haben noch ein Deck, haben wir noch. Ein Deck ist noch. So, ach so, ja, hier können wir jetzt. Ja, genau, 5 und 6 fehlt uns noch. Also gehen wir hier einmal hoch. So, das, ich glaube, diese Treppe gibt es auf einem anderen Schiff, was ich jetzt nicht schon wieder nennen will, auch. So, so. Und hier sind wir jetzt im, wie heißt es? Yachtclub, nee. Ja, wir gucken gleich am Eingang, wie es heißt. Vorher gucken wir es uns an. Auch hier wieder so ein bisschen Hybrid mit ein bisschen, aber hier auch die Stationen, wo Sie dann eben die Menüs aus der Küche bekommen und euch dann servieren. Aber eben auch die Möglichkeit, Frühstück oder Lunch oder was so ein bisschen informeller hier zu machen, eben mit Buffet. Ne? Ja. Also ich glaube, dieses Schiff wird wirklich den Preis bekommen für beste Möglichkeiten für einen Rundgang. Also besser geht's nicht. Ne? Auf der anderen Seite kann man sagen, ein bisschen tot, aber nein, besser so als ein Gewusel. Aber es sind doch schon so. Na gut, klassischerweise stellt man dann doch die Tische jetzt so nahe beieinander. Ne? Das kommt einem so ein bisschen jetzt in der Zeit heute ein bisschen komisch vor, wo wir es jetzt 2 Jahre lang so hatten. Ja, dass man immer so gesagt hat, so, nein, und wir nehmen Stühle raus und Tische und so. Aber gut, hier wird es dann teilweise, glaube ich, auch gar nicht im Einsatz sein. Oder es ist dann, Abstand wird dann so gehalten oder so, ne? Gar kein Problem. So, wieder raus. Also im Großen und Ganzen, es gibt ja einen Kollegen, der bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Das ist der Morgan, der macht den Kanal The Very Unofficial Travel Guides. Der war neulich auf der Costa Luminosa. Morgan macht diesen Kanal für den amerikanischen Markt, denn Morgan ist selber Amerikaner, habe schon mal ein Video mit ihm gemacht. Und der ist halt so, der geht halt nicht ins Hauptrestaurant oder in eines, hier sind es ja mehrere, in eines der Hauptrestaurants. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich, geh bitte dorthin und iss wenigstens ein Dessert, weil die Desserts sind so gut. Von Ricardo Bellaera, der Flottenpatissier von Costa, da musst du ins Hauptrestaurant. Hat er gemacht, war sehr begeistert. Ja. Manchmal gebe ich auch sinnvolle Tipps. So, das Pizzadeck, ne, so ähnlich. Pienza. Pienza, Pienza, wer kennt es nicht? So, jetzt schauen wir mal. Ach, hier wieder Photoshop, ne? Also hier könnte ich jetzt
Wenn ich eine Kamera vergessen hätte, hätte ich sie hier kaufen können. Wobei ich es jetzt eh nur mit dem Smartphone noch mache. Also ich glaube, es ist schon, achso, es gibt auch, kann man es sehen hier, Binoculars. Wie nennt sich sowas? Binocular. Fernglas. Binocular. So, hier. Genau, Photoshop kann man auch Shooting machen. Ja, das hier ist etwas, Le Anfore, das heißt ja Le, ne? Nicht Le, das ist ja Italienisch, Le Anfore. Das muss irgendwie auch was sein, auch wieder so eine Hybridmischung offenbar aus Bedienung und Buffet. Ja, ist denn sowas hier festgeklebt oder was? Oh ja, tatsächlich, das sieht so aus, als würde das da einfach nur so sein, aber das ist hier richtig festgetackert sozusagen. Also da bewegt sich nichts. Ach ja, guck mal, und die Tatsache, dass wir jetzt hier Toaster sehen, wobei, wie soll ich denn da rankommen, da hinten? Vor allem, was sind das für Toaster da? Muss ich ja gleich 6 Scheiben gleichzeitig machen oder was? Das spricht jetzt eigentlich für Frühstück oder so, ne? Ja. So, auch das wieder erinnert so ein bisschen an das bei den Freunden aus Rostock von der Gestaltung her. Gut, aber raus. Ja, hier sehen wir dann den Photoshop. Aber auch hier wieder sind Displays gesperrt hier mit einem X, dass man da bloß sich nicht ransetzt. Aber dann da wieder. Look at your photos. So, das kann man dann hier machen und dann das Foto entsprechend bestellen. Die Zeiten, dass man so ausgedruckte Fotos dann hat, die sind ja eigentlich vorbei, ne? So. Das war ja ökologisch immer sehr fragwürdig. Man hat die Dinge ausgedruckt und dann die meisten weggeschmissen, weil sie nicht gekauft wurden. Auf der anderen Seite, vielleicht war es dann so, dass die Leute sich mehr zum Kauf verpflichtet gefühlt haben, wenn sie die Fotos gesehen haben, aus Papier. So wie früher, ich meine, in der Grundschule war es so, da hat man dann auch irgendwelche Papierfotos mitbekommen, die in der Schule gemacht wurden so, oder im Kindergarten. Fühlt man sich vielleicht auch mehr verpflichtet. Ne? Aber interessantes Geschäftsmodell. So, hier, was kann man hier? Ich glaube, Ausflugsberatung oder so. Hier geht es ins L'Argentario. So ist es, glaube ich, hinreichend ausgesprochen. L'Argentario. Also schauen wir mal. Das ist auch, buonasera. Das ist auch eines der Bedienrestaurants im Reisepreis enthalten. Hier essen wir, unsere Pressegruppe, jeden Abend haben wir einen festen Tisch. Tisch 301, glaube ich. So, das war alles wunderbar. Wobei, es ist übertrieben. Also das Dessert war wunderbar, die Vorspeise war wunderbar, die Pasta war wunderbar, der Hauptgang war, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mal eine 3,5 vergeben. Aber gut, kann nicht immer alles toll sein. Ja, auch hier interessant, oh, jetzt rutscht hier die, guck mal, das geht ja gar nicht hier. Das ist ja mal das, das passiert mir selten, dass die Maske von der Nase rutscht hier. So, wieder hoch, alles gut. Also sehr unterschiedlich hier, aber auch ist man hier für alles vorbereitet, denn auch hier wieder Hybridmöglichkeit mit ein bisschen Buffet, wenn ich es denn möchte. Ach guck mal, das geht ja da nochmal. Also das sind doch hier größere Locations als zum Teil gedacht. Ja. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht die Fähigkeit hat, sich an das Video von vor 2 Jahren zu erinnern. Ja, Hammer. Aber das ist schon so von der Gestaltung. Recht liebevoll alles so, oder? Hier mit den ganzen Kunstwerke. Also das ist schon, ja, Spieglein an der Wand. Aber ne, ist doch alles, gefällt mir ganz gut hier. Die Lampen, nö. Ach, und die Sonne scheint da wieder hier. Wo ist sie? Ah, mehr geht nicht. Aber gut, wird Zeit, dass ich fertig werde. Also ruckzuck jetzt hier zum Ende. Nein, nicht stressen. Bei einer Länge von, was hat das Schiff? 336 Meter, glaube ich. Kommt halt, wie gesagt, einiges zusammen an Kilometern im Laufe des Tages. Aber das tut einem ja auch mal ganz gut, sich ein bisschen zu bewegen. Ne? So, wieder hinaus. Also wirklich, ein Rundgang, wo ich wirklich alles zeigen konnte, das grenzt. Achso, nee, Kids Club nicht, aber gut. So. Also, ja, jetzt müsste man immer noch wissen, wo ist was, ne? Also, es wird wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, Italien sein. Aber ansonsten weiß ich das natürlich nicht.
Exit Only. Achso, ja, hier auch wieder unsere Pfeile. Ja, auf AIDA Cosma, die ja jetzt ähnlich neu oder ähnlich alt ist, hat man das nicht mehr gemacht. Da hat man das alles schon weggelassen. Mal gucken, hoffentlich kann es auch so bleiben. So, hier jetzt wieder. Wir sind jetzt auf der Ebene, wo das Colosseo die Bühne hat. Und dementsprechend ist es ja hier auch so, dass ich hier die Möglichkeit habe zu sitzen. Aber wir haben, glaube ich, was unterschlagen. Nämlich der Bereich My Tours, der hier nun ist, genau. Hier kann ich die Ausflüge buchen. Aber das Ganze natürlich auch, wenn ich möchte, in Selbstbedienung an so Bildschirmen. Ja, oder natürlich auch über die App. Wobei, das sage ich einfach mal so natürlich. So natürlich ist das immer alles gar nicht. Ja, weil das ist natürlich für die Reedereien, auch gerade mit dieser ganzen App-Geschichte, eine riesen Herausforderung, das wirklich... ja, da immer am Ball zu bleiben, sage ich mal. Und dass das auch wirklich alles ordentlich ist mit den Apps. Wenn du eine App programmierst, musst du natürlich immer, so einfach ist es nicht getan, du musst für unterschiedliche Betriebssysteme und so und ja. Aber gut, hier kann man wieder sitzen. Ganz schön hier mit Blick direkt aufs Wasser. Och, das hat doch schon was, oder? Ja. Aber gut, wenn das Wetter halt auch so ist wie in der Werbung heute. Ah ja, hier ist Werbung für Sushi. Sushi all you can eat, 18 Euro. Ja, und hier haben wir jetzt, ja gut, wieder hier unsere breiten Säulen, aber wir können ja auch noch dran vorbeilaufen, weil ja gar keiner da ist. Hier gerade Probe. Was ist das hier, eine Ninja-Kämpferin oder was? Aber so. Ja, endlich wieder Show. Endlich wieder live. So, Meeting Point, hallo. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ach so, ja, hier wieder die Bar. Und jetzt hatte ich ja gesagt, genau, Illy gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es hier jetzt ja Café Vegnano. Würde ich mal aussprechen. Café Vegnano von 1882. Aber vielleicht kommen die jetzt nach Deutschland oder wollen mich sponsoren oder so. Das wäre ja auch mal was. Kaffeefirma als Sponsor würde bei mir auch gut passen, glaube ich, weil ich echt gerne Kaffee trinke. Ich versuche es jetzt so ein bisschen, gerade wenn ich im Büro bin, so ein bisschen durch grünen Tee zu ersetzen, aber... Kaffee schmeckt schon mal, ne? So, hier sind die paar Menschen, die noch an Bord sind. Sind jetzt alle hier auf einem Haufen wahrscheinlich. Ach, also... Ja, es ist einfach die Sonne. Traumhaft. So, wir gehen jetzt in die... Wie heißt das denn eigentlich? Grand Bar? Eine Leonardo Gran Bar. Gran Bar ohne D. Also eine wirklich große Bar. Das ist dann so ein Ort, wo... zum Beispiel Tanzstunden oder so stattfinden hier, ne? Große Bar. Ja. Also, das ist ja halt schon ein Ort. Am Ende ist sicherlich Costa auch so vom Konzept sicherlich sehr kommunikativ auch und eine große Tanzfläche hier, wow. Aber so Disco, Nightclub gibt es gar nicht mehr, ne? Oh, Mensch, jetzt halb Playback. So vertreiben die mich hier. So, hier habe ich dann heute Morgen gefrühstückt und einfach nur einen kleinen Doppio, also einen doppelten Espresso getrunken und so ein paar süße Teilchen, die sie dann da in der Vitrine hatten. Und das ist es dann auch schon gewesen am Frühstück, ja. So, sicher zusammen, safely together, jawohl. Gut, das ist also das. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier noch ist, das Theater logischerweise. Poltrona Frau Arena. Jetzt muss ich mich da outen, dass ich Poltrona Frau nicht kenne. 1912. Also das Theater haben wir schon so ein bisschen von oben gesehen. Ja, hier hat man dann auch, also das ist so ein bisschen das, was ich sage. Es sind nicht alle Plätze jetzt so prädestiniert, um da richtig gut dran zu sehen. Also ja, das ist sicherlich nicht so die beste Theaterlocations. Also wenn man dann auch hier, ich meine, dann hast du hier diesen Bereich, willst du jetzt hier während der Show sitzen, wenn da vorne die Bühne ist. Jetzt kann man sagen, okay, man hat hier, man hat hier jetzt Fernseher, aber das ist... ja, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen die Herausforderung gewesen, hier in,
hier irgendwie sowas zu integrieren. Ja. Aber so, ach so, hier ist die Bar. Ja, aber im Großen und Ganzen, ach so, hier kann man auch die Bühne auf und ab bewegen. Großer Bildschirm und so. Ja, also ich würde sagen, das ist es gewesen. Das war ja der große Rundgang über die Costa Toscana. Die Probe geht los hier. Das ist der Moment, wo ich flüchten sollte, auch wenn es dunkel ist. Also, das ist er gewesen. Ein langer Rundgang nach, ich weiß gar nicht, wann ich den letzten gemacht habe, in der Länge. Meine Güte, ist das seit Corona der erste wieder? Nee, das kann eigentlich sein, oder? Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und schreibt es mal in die Kommentare, wie hat euch das Schiff gefallen. Und wenn ihr das Ganze buchen wollt, klickt auf den Link. Und bis dahin, tschüss.